Also Leute, Remnant 2 habe ich ja hier im Stream auch schon gezockt. Fantastisches Souls-like Shooter-Game. Der Nachfolger übrigens, viele wissen es gar nicht, von Remnant 1. Und da gab es sogar noch einen Teil. Haha. Es gab sogar ein Prequel. Wie hieß das? Null? Das weiß ich gar nicht auswendig. Aber erstmal klug scheißen, ne? Kronos hieß es, Before the Ashes. Okay. Naja, gut. Aber jetzt spielen wir Remnant 2 und zwar spielen wir direkt den neuen Abenteuermodus. Yeah. Was kannst du uns über den Abenteuermodus sagen, Nikola? Das ist abgekoppelt von der Kampagne und damit lässt sich zum Beispiel das DLC spielen, womit wir dann nochmal zurückkehren in eine bekannte Welt, die nochmals machen werden und neue Story erleben werden. Also es ist aber so ein bisschen Endgame schon eigentlich, oder? Das ist zusätzlich. Du kannst es quasi auch, wenn du noch nichts gemacht hast im Spiel, kannst du trotzdem schon den DLC spielen. Was ziemlich cool ist, du brauchst jetzt nicht irgendwie ins Endgame kommen, bevor du spielen kannst. Wie finde ich euch denn jetzt? Geht's erstmal ins Spiel und dann joinen wir dir einfach. Geht super easy. Okay. Hallo? Hallo Bobby? Hallo, hallo. Hallo, Bobbele. Hallo. So, da sind wir schon. Hier ist mein Charakter. Super cooler Dude. Hast du Remnant 1 gespielt? Ja, ein bisschen. Nicht durch, aber ein bisschen. So, jetzt hier, wie machen wir das jetzt? Wir joinen dir einfach gleich. Wie, ihr könnt einfach reinjoinen? Ja. Aber was ist, wenn ich das gar nicht will? Zu spät. Musst du bestätigen. Verdammt. Du musst die Firewall öffnen. No, der ganze Plan. Ah, da ist er schon, der Nikola. Das ist übrigens auch ein Game Pass, also könnt ihr, wenn ihr den Game Pass habt, einfach loszocken. Das habe ich mit Bobby auch schon gemacht. Und außerdem verlosen wir noch einen Key. Oh ja, stimmt. Guter Hinweis. Wie kriegt man den, Nikola? Ausrufezeichen Key. Das machen die ganze Zeit die Leute im Chat. Ich habe es bei dir mal ausgeblendet, sonst wäre es ein bisschen voll mit Ausrufezeichen Key. Ausrufezeichen Key. Ein Key plus beide Downloads, DLCs sind dann da. Also drei Keys insgesamt. Drei Keys insgesamt eigentlich. Du bist auch Level 3 bei mir. Ach, wurde ich hochge... Ich bin Power Level 1, steht bei mir. Aber da oben links steht ein 3 bei mir. Ich habe 3 Revives noch. Du siehst ja unten links deine... Ah ja, okay. Mann, nicht Revive. Wer ist das in Soul-Sprache? Dingsbums. Heil-Items. Dingsbums. Estus. Die dich einmal heilen. Estus, genau, das war das Wort. Oh, das ist Estus? Ja. Die 1? Ja. Dann muss ich mir die noch auf eine geile Taste legen. Ja, die ist wichtig. Die wirst du brauchen. Ability. Für welche Plattform? Steam. Ach, das ist doch das, oder? Ist das Ability 1? Ist was anderes. Okay, nee, ist was anderes. Müsste eine 1 sein. Relict heißt das Ding. Relict, dann machen wir Relict. Relict. Der erste DLC war mega, da habe ich noch nicht reingeschaut, aber der zweite ist auch schon ziemlich cool, da habe ich mit Nils ein bisschen reingezockt. In was habt ihr reingezockt? In den zweiten DLC jetzt, den wir jetzt auch mit dir spielen. Ja. Aber jemand im Chat schreibt gerade, der erste DLC war auch schon geil. Wo ist denn der Bobby? Bobby, kommst du oder was? Ja, der muss noch ein bisschen Progress machen. Ich bin bei dem Kristall jetzt. Jetzt habe ich hier dieses... Bin ich bei Spiel beitreten und dann? Kannst einfach auch über das Steam-Menü joinen. Ich finde das oder übrigens ein geiles joinen. Feature, wenn du, weiß nicht, ob man das jetzt, wie ich das zeigen soll, wenn ich einfach nur die linke Maustaste drücke, schlägt er mit seiner Machete. Hm. Und wenn ich rechte Maustaste drücke, dann geht er aber direkt in den Zielmodus. Klingt jetzt nach nichts Besonderem, ist aber dann im Kampf, kann man halt geil dadurch, weil es so direkt ist, pam, 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 Nahkampf und dann bam, bam, bam. Also es ist quasi kein richtiger Waffenwechsel. Es ist ein Waffenwechsel, aber es ist quasi ein direkter Waffenwechsel. Weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Ihr seid ja alle ein bisschen... Ich hoffe, mal Klasse wechseln kann. Und du bist ja auch Hunter, oder? Gerade. Ja. Das ist Fernkampf. Guck ich mal, ob ich das wechseln kann, ne? Ich bin Jäger, ja. Jäger heißt es in Deutschland natürlich. Mal des Jägers. Eiskalt erwischt. Der kann... Gegner markieren durch die Wände hindurch, also quasi ein Wallhack. Guck mal, ob die noch wechseln kann.
Und ich habe Fernschuss geskillt. Wie bei CS. Ja. Mhm. Ich joine. Sehr gut. Okay, hier kann ich nicht wechseln. Kann ich irgendwo. Chat, kann ich irgendwo meine Artstreit noch wechseln? Chat weiß das. Aber lustigerweise ist Remnant das einzige Souls-like, wo ich nur richtig Bock drauf. Oder allgemeine Souls-Game, was mir auch liegt. Ja, weil es ein Shooter ist. Ja, das ist leider die Wahrheit. Dark Souls. Ja, das sehen wir gleich, ne? Also. Ja. Da ist der Bobby. Bobby Licious. Ich habe Remnant 1 durchgespielt, das war sehr geil. Ich habe mir zu jedem Logbucheintrag extra Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse von der Story. Das war echt absurd. Ja. Habe ich auch gemacht. Ja, die Story finde ich schon gut. Ah ja, sehr gut. Au, oh, hübsch geschrieben. Ich habe alles hier eingetragen. Wer ist nochmal Evelyn? Ja, die ist eine gute Bekannte von mir. Oh. Das ist gar nicht so falsch. Okay, Bobo ist auch da. Ja nun. Ja, oh. Weißt du, Zahnschlusskombination nicht, das ist natürlich peinlich. Da ist er doch. Auf das Symbol des Art. Ah ja, okay. Symbol klicken. Ja. So, dann gehen wir jetzt in DLC, Leute, kommt. Das ist hier übrigens gerade das Hub von Remnant 2. Also heißt hier wie? Ist alles Werkstatt und so weiter und so fort. So. Warten auf die restlichen Spielerinnen. Kommt jetzt bitte und da. Berührt. Wer hat denn den Hund? Tja. Ich, das Bob ist mein Gehilfe. Ja. Oha. So, neun Abenteuermodus erstellen und dann Forgotten Kingdom, ne? Genau. One-Shot-Abenteuer. Jetzt darfst du Schwierigkeit aussuchen, das wird lustig. Was habt ihr genommen bei Nils? Ich glaube, wir hatten Überlebende. Lol, ich nehme Veteran. Ja. Veteran war, glaube ich, Kogi, Steffen und Anton. Wir hatten sehr viel Spaß damit, sage ich mal. So, Abenteuermodus neu würfeln. Nee, da kannst du zurückgehen mit das Cape oder so. Achso. Und in die Welt. Yesha. Genau. Da findet der DLC statt. Und jetzt darfst du den Spawnpunkt noch oben rechts wählen. Oh, bitte rechts. Genau. Der Key ist nur für Steam. Weil Chat gerade fragt. Er bekommt quasi das Grundspiel und die beiden DLCs. Wenn ihr jetzt Ausrufezeichen Key eingebt, das verlosen wir dann nach der Session. Auf YouTube wird auch verlost, also ihr könnt auch bei YouTube machen. Auf beiden Plattformen, Twitch und YouTube. Raketentreibstoff. Natürlich verleiht dir dieser Trank einen schnellen Bonus auf Geschwindigkeit und Kraft. Aber wenn er sich nur auf ihn alleine verlässt, ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Wer Erfolg haben will, braucht einen langfristigen Plan, der Stärken und Schwächen berücksichtigt, sowie harte Arbeit und Entschlossenheit. Dieser Trank verleiht dir einen vorübergehenden Vorteil, aber welchen Effekt er hat, hängt davon ab, wie er eingesetzt wird. So, ein bisschen so wie echter Raketentreibstoff. So, die Ladezeit ist ein bisschen länger, weil jetzt hier natürlich eine komplett random generated Welt generiert wird. So, und da sind wir auch schon. Na dann. Finger weg von meinem Loot. Das wird lustig. Zwei Hunter und ein. Was macht deine Klasse, Bobby? Heiler. Heiler. Das ist doch sehr gut. Ja, und der hat einen Hund, den man streichen kann. Oh, das sieht aber schön aus. Das sind Dinger. Ancient Canopy. Kann man die hauen? Nee. Hey, passt auf, sie kommt! Wer wie gekommen? Oh, sie kommt schon! Wartet doch nicht so schnell. Ich muss doch erstmal. Ihr wisst doch, wie ich spiele. Du musst doch hier, guck mal. Was da. Zum Beispiel dieses Ding hier. Aha. Okay. Ja, wusstet ihr nicht, dass man das kaputt hauen kann? Dann kann ihr nämlich alles kaputt hauen. Ja, ja. So, was ist hier für diese Tür? Geschlossen. Ich bin echt gesagt gedacht. Oh, da liegt noch Loot, warte. Ah, hab keinen Platz. Ah, ich hab Munition. Bobby hat schon den Weg gefunden.
Sehr gut, Bobby, gut gemacht. Ja, gar kein Problem. Hä, was? Oh, das sieht aber nice aus hier. Das ist mal ein ganz anderer Look jetzt hier. Ja, die Welten sind immer sehr abwechslungsreich. Ich sag schon mal von euch, Bobby, spring mal hier runter und guck, ob es da unten Loot gibt. Ist da unten ein Bonuslevel, sagst du? Mhm. Nee. Hier geht's weiter und da geht's weiter. Wirf deinen Hund da mal runter und guck mal. Ob. Boah, nicht der Hund. Den kann man streicheln, guck mal, mit F, mit E. Ah. Ja, kann man streicheln. Der mag euch nicht. Ah, der mag mich wirklich nicht. Ein kluger Hund. So, ihr geht mir zu zielstrebig hier vor. Ich kenne mich nicht aus, das ist alles super. Gegen wen kämpft ihr denn da schon wieder? Gegen die Gegner. So, rote Munition ist die Primary, glaube ich. Was ist denn das lilane da, dieser lilane Stein? Schieß doch mal dagegen. Was ist das? Du hast einen Eigenschaftspunkt verfügbar. Stark. Warte mal, den will ich erstmal ausgeben. Kann ich den direkt ausgeben? Na klar. Ich gehe auf Fernschuss, glaube ich. Ja. Oder? Kondition ist für das hier. Ich gehe auf Fernschuss. Oh, nee. Wieso? Ein Eigenschaftspunkt verfügbar. Wieso geht das nicht? Brauche ich mehr? Nee, das müsste gehen. Geht das nicht? Dann geh halt wieder auf Vitalität. Ist auch nicht schlecht. Wahrscheinlich brauche ich hier jetzt schon mehr, weil ich den schon so hoch gedingst habe. Vielleicht brauchst du zwei dafür. Okay, egal. Wo gehen wir lang? Da hoch? Ah, da links war auch was, ne? Da links war auch was, das ist die große Frage. Können wir was links finden? Weil das sieht mir hier schon ein bisschen... Oh, hier ist schon wieder so eine Blume. Ne, lass erstmal bitte, Leute... Warte, ich muss alles hauen. Wo ist der Hauptweg? Nicht so weit. Guck mal hier, diese Viecher. Warum? Nee, wir gehen erstmal, wir lassen erstmal nach runter gehen. Lass mal hier lang. Ich habe das Gefühl, da oben ist noch nicht richtig. Okay. Wir dürfen uns kein Loot entgehen lassen. Ihr wisst das. Ist ja. Oh mein Gott! Ein Gegner. Die warten. Achso, es gibt Friendly Fire übrigens. Mit Space immer schnell wegrollen. Oh, eine Kiste. Oh, Gegner. Oh, das war eine Falle. Sag mal, Nikola, hast du gerade die ganze Zeit auf mich geballert? Nee. Technischer Eisen. Was ist das? Achso. Heilt das Zeug? Heilt diese Blume? Nee. Aber irgendwas das macht die doch. Der Gegner in mir ist ein bisschen Schaden. Ich hab keine Ahnung. Muss irgendwas jetzt was machen. Okay. Wie heilt man? Also man kann, ich kann mich nur dreimal heilen, aber gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten? Du bist doch ein Heiler, Bob. Ich glaube, wenn der Hund kann dich heilen, meine ich. Wenn du down bist, der kann er dich wieder aufstellen. Ja, ich habe ja nur noch halbe Energie, dann soll er mich jetzt mal heilen. Du hast aber auf der 2 hast du, glaube ich, ein Heil-Item, oder? Muss mal in deinem Inventar gucken, was du da alles drin liegen hast. Ich drück mal 2. Ah ja, okay, das macht so ein bisschen Overtime. So, Bobby, das ist wieder was für dich hier unten. Okay. Hüpfen. Kannst du falsch haben? Ja. Ist nicht gut. Doch, doch. Hier ist was für Bobby. Zum Aufbauen. Ist der Profi drin? Regenschießen, meinst du? Ja. Oh, der Keller. Okay, mehr ist ja nicht in der Nähe. Manchmal werden Gegner markiert, die auch nicht da sind. Ah, jetzt sind wir ja hier unten. Ja. Oh nein, da kann man hier runter? Oder ist das tot? Jetzt fallen wir da. Dann fallen mal aus. Die Karte ist ja 3D-mäßig, da könnt ihr ein bisschen gucken, wie sich die Karte so... Ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich. Kann man die Leute schubsen, deine Mates? Ja. Jetzt sind wir am Kreis gelaufen. Ja. Man kann die aber auch aus der Lobby kicken. Oh ja, das geht. Waren wir hier? Sind wir hier gestartet? Ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Oh mein Gott. Das war sehr gut. Alles Nikolas Schuld. Hat sich gelohnt. Ja. Aber springen kann man nicht in dem Spiel, ne? Nö.
Nur halt. Voll. Also an bestimmten Stellen kann man springen. So, Leute. Jetzt gehen wir Bewegung. Bewegung. Aber wir haben gar kein geiles Loot jetzt. Ach doch, die Chaske, die Kiste haben wir gekriegt. Ja, hier ist noch rechts was. Der Nikola, wenn du vorrennst, dann machst du auch allein die Gegner, ne? Ja, ja. Der macht viel keinen Schaden, weiß ich. Okay. Ich krieg eine Knarre aus dem Kopf. Oh, Alter, das sind aber viele, ey. Bleib doch mal da. Na toll. Alter, was ist das denn? Holy shit, was ist denn das? Ich bin in Schwierigkeiten, Leute. Der ist natürlich nur auf mich gegangen. Ja, wenn der schreit, kann ich den leider nicht aufstellen. Ne? Alter. Nein, jetzt will ich auch down. Beim Revive. Das ist bitter. Ich glaube, du musst jetzt aufschalten, bevor du das machen kannst. Bobby. Ja, klar. Hallo. Oh, okay. Hat er uns alle? Der Hund ist noch da. Der Hund kann der revived Hund uns mich. Der ja, Hund revived dich? Ja, das ist der beste Hund. Okay, die ist down. Leute. Okay, probier das. Nein, ich bin nicht richtig down. Das ist ein Scherz. Ist das ein Boss? Okay, der hat uns einfach mal alle komplett jetzt gelötet, ey. Er ist auch down. Die Einswaffen sind auch nicht sehr geil. Aber ja. Ja, aber das war nicht klug von uns gespielt. Habe ich nicht irgendwelche Sonderskills? Ich muss auch irgendwas können. Du hast auf O deine Warlock-Fähigkeit. Ah ja, okay. Und wenn du hast auf deinen Waffen auch noch eine Fähigkeit. Wie? Ich glaube, du musst doch mal in dein Menü gucken. Mal ist es auf F, ich weiß jetzt nicht, wie es verbieten wird. Das ist das Code. Okay. Das war die Fähigkeit. Nur so ein Sonderschuss, ja. Den ich jetzt nicht mehr habe. Der schützt wieder auf mit Kills. Okay. Hier ist noch Pistolenmunition. Okay. Also die weißen Munition ist Pistole und das rote. Ich kann mir von hier schon ein bisschen cheesen. Okay. Können wir? Ach, du bist unten. Revenge. Hier gab's noch Gegner, oder? Ja. Wir müssen den Heiler beschützen. Der ist wichtig. Der kann heilen. Ja, der macht er nicht. Der ist heilen. Der ist ja komplett krank. So, jetzt bevor du die Gegner triggerst. So, lass uns erstmal hier rechts. Guck, die kamen ja nicht alle von rechts hier. Mhm. Da geht's auch wieder nach oben. Schon wieder? Ja, ich loot hier nur ein bisschen. War's zerschlagen, kann ich ja besser. Die Sniper, ich brauche mal eine geile Waffe irgendwie. Ich glaube, ich habe hier echt kein geiles Equipment gerade. Ich habe das auch ein anderes Gewehr in deinem Inventar. Ich habe in meinem Inventar noch ein anderes Gewehr. Woher weißt du das? Weil ich damit auch geschattert bin. Musst du auf deinen Charakter gehen und dann auf deine Waffe. Dann ist auch das andere. Ja, das ist ja noch schlechter. Nee. Aber du hast Auswahl. Naja. Neue Waffen müssen wir ein bisschen. Aber das sieht echt. Das ist schön. Das Level gefällt mir rein optisch. Oh, da leuchtet Loot. Oh ja. Das klappt wahrscheinlich, oder? Gibt's ja, hier Iron. Shared Loot oder wie läuft das? Ja. Genau, Iron ist geshared, also Scrap auch und sowas. Aber Munition wird nicht geshared. Okay, aber Waffen? Oder wo kriegt man überhaupt neue Waffen? Finden, kaufen. Okay. Ich glaube, die ist auch geshared dann. Ja, doch, Bobby, wir haben nochmal eine Waffe gefunden, oder? Die haben auch geshared, haben alle gehabt. Oh, was ist denn hier?
Hier ist ein Ei. Ja. Einpacken. Oh, ist ja noch eine Mama irgendwo. Der Ei des Kuri Kuri. Okay. Questgegenstand. Jetzt kommt Stefan. Bestimmt irgendwas. Das ist meistens nicht gut, wenn man ein Ei mitnimmt. Welche Welt wir gerade sind, das ist... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas hat Y. Ja, haben sie mir ein bisschen schwierig auszusprechen. Aber hier kommt man auch im Hauptspiel vorbei, in der Welt. Ja, ist hier nicht noch was? Habt ihr das gehört? Ein Knurren habe ich gehört. Ja, ich auch. Lass uns da in die Richtung laufen, wo das Knurren herkam. Oh. Geht's da weiter? Nee, ne? Nee. Das ist ja nach unten, wo wir gerade herkamen. Das war der Sonderweg. Wie geht's weiter? Da? Nee, doch nicht. Ah, ich darf ja nicht vorlaufen, sonst bin ich da wieder tot. Ich habe gelernt. Zu Recht aber dann auch, ne? Ja. Hier gibt's auch nur Iron. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Rüber? Nee, ne? Ne. Komisch, das jetzt. Ich glaube, die werden getriggert, wenn wir die Treppen hier hochgehen, kann das sein? Ja, das wollen wir schon mal vorschießen. Ja. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich weiß noch mehr. Ich muss gleich die Sensitivity noch weiter runterstellen. Oh, hier ist er! Wo ist er? Auf den Kopf natürlich. Meinst du? Ja, wie meine ich natürlich? Wo denn sonst? Der leuchtet blau, der Kopf! Heil mich, Hund! Alter, was geht? Er ist hier bei unten. Hier ist bei mir mal. Ich bin schon wieder down. Leute, ihr müsst mich. Also. Heilige Scheiße. Der Hund ist ja sowas von nutzlos. Ist da? Nee, ich glaube, der Hund kann dich nämlich jetzt aufheben. Pass auf. Bis später. Dafür ist er da. Okay, aber er hat meinen Gegenstand dafür benutzt. Nee, meins, oder? Nee, ich habe auch nur noch zwei. Ich hatte davor drei. Zwei. Ist das auch Shared? Nee, ne? Nee. Ich brauch meinen Garten. Ich glaube, das ist noch eine Fähigkeit, wenn du Level 2 oder 3 kommst mit dem Heiler, dann hast du halt sowas, wo du so eine Heilungszone machen kannst. Aber da ich Level 1 bin, geht das noch nicht. Ich glaube, ich wechsle jetzt auch mit einem Gewehr. Na ja, gut, was erwartet uns hier? Eine schreiende Kuh. Als ob dieser Glitzerkristall hier nichts macht. Der macht irgendwas. Vielleicht sagt er auch einfach nur, wo Gegner sind oder so. Oder lockt die an oder sowas. Oder ein Checkpoint? Ne, Checkpoints sind die roten, ne? Die großen. Mhm. Macht einfach nur Licht. Ist das eine Funktion, die dich zufriedenstellt? Nein. Okay. Aber die sind ja überall. Da gibt es eine Malle anhaut. Das ist ein guter, dann kann ich dich killen. Gut, da kannst du schon, aber solltest du nicht. Ich hab ihn drauf geschossen. Tatsächlich, echt. Hätte geht mal mit dem. Ein Packschuhdeck. Das ist faszinierend. Versucht es mit mir zu reden? Möglicherweise ein weiterer Fiebertraum. Oder doch das ist unlogisch. Es ist ein lustiges Packschuhdeck. Wenn es mich jetzt entschuldigt, ich habe wichtige Arbeit zu erledigen. Ja, danke und auf Wiedersehen. Hallo mal wieder. Hallo. Nun, Fieber vielleicht für jene, denen... Also. Oh, das ist was Lilanes. Was Lilanes? Ring der Matriarchin. Eisen. Hier lag Eisen. Ring der Matriarchin. Erstmal ausrüsten. Ah, ist schon ausgerüstet. Habt ihr den auch? Perfect Dodge uses Charge Monster. Geil. Der ist auch verschärft. Ja, der. Man muss ja alles ausrüsten. Oh, das ist automatisch ausgerüstet. Ich vergessen.
man da rein? Vielleicht muss man hier gegenhauen. So ein feiner. Nee. So ein feiner. Dagegen hauen ist keine Lösung. Sehr interessant. So ein Bonfire. Dann kommen aber die Gegner wieder, wenn du da hingehst. Was? Wenn wir jetzt hier uns hinsetzen, kommen die Gegner wieder alle. Na gut. Was? Ja, sobald man jetzt einen Checkpoint setzt, werden die Gegner respawnen. Ja, aber wir kriegen auch alles. Wir gehen doch nicht mehr zurück. Ja, okay. Dann? Herr Fan. Ich glaube, wir müssen da wohl runter. Hä? Wer traut sich, ob das ist? Aber man kann doch nicht springen, oder wie? Doch, mit Space. Aber muss halt rechtzeitig. Ah, sehr gut. Easy. Easy. So, sehen wir oben hier schon mal was. Hier ist eine Vase, die steht schon bald auf. Und dort, wo das, der gelbe Schleier, da ist der Ausgang. Was meinst du? Ja, wir werden natürlich hier unten nach unten. Wie ist denn mit den Treppen? Das ist eine Option, ja. Sag mal, ihr erkundet nicht gerne die Gegend bei Rollenspielen, ne? Deshalb seid ihr dann. In dem Spiel leuchtet einfach alles, was wertvoll ist. Ja, richtig. Weiß ich nicht. Das ist echt, also das, ich sehe ja ganz oft so Spieler, die spielen dann irgendwie Elden Ring in 30 Stunden durch. Und oder sie spielen Elden Ring und sterben bei dem Gegner. Und dann irgendwie, ja. Aber Ziel ist es doch, so overpowered zu sein, dass alles easy ist. Oh, warte. Das ist nochmal so einer, ne? Oder ist da oben bei uns? Ich hab den halt überhaupt nicht. Na, kommt uns zu uns wahrscheinlich gleich. Nee, das ist hier ein Dick, ja. Ja, ist schon oben. Ich erkläre mir da der Wolle. Alter. Wie bin ich eigentlich immer der Depp? Du bist der Higher Level. Oh oh. Uiuiui. Gut, mach schon. Gut, ist ein guter. Ah, wieder low. So, jetzt mach doch, heil doch da mal. Ich verstehe das nicht. Der Hund macht gar nichts. Ne? Das ist trash. Jetzt habe ich meins benutzt für dich. Okay. Na hey, Leute, ich brauche eine andere Waffe. Das ist ja hier. Soll man zurückreisen und eine neue die Waffen upgraden? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier gnadenlos underpowered für das Gebiet. Ich habe ja gar keinen Schaden bei den Gegnern. Oh, da leuchtet was. Tja. Das sind ja noch nicht mal Bosse, das sind ja einfach nur normale Gegner. Die hauen schon gut rein, die. Mhm, Kackballs. Aber eigentlich hast du ein. Unser Level wird an deinem. Also du bist ja höher levelt, deswegen werden die Gegner auch Level 3 alle sein. Ah ne, oben steht 4. Okay, es ist Weltenlevel gerade 4 statt 3. Ach schon, du bist ja abgelevelt, vorhin. Ja, aber mein Waffenlevel ist halt. Crap. Ja, wir müssen die Waffen noch hochleveln, das müssen wir aber dann gleich mal machen. Knurrt der Hund, was ist los? Ach, wir laufen wieder zurück. Wo ist denn hier der weitere Weg? Ich guck mal kurz auf die Karte. Hier ist eine Leiter, die würde ich nehmen. Naja, eine Leiter, genau, die habe ich gesucht. Die müssen wir nehmen. Aber das Item hier. Hast du das gefunden? Ja, hier oben. Kann man da nicht hinjumpen? Ach so, ja, später vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, da kommt man nicht von der anderen Seite, vielleicht von oben? Ey Leute, ganz ehrlich, was passiert denn, wenn ich springe und er es nicht schafft? Fallschaden im besten Fall und im Worst Case tot. Checkpoint. Das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr dumm gefallen, muss ich sagen. Jetzt sind wir zurück zum Checkpoint. Aber vielleicht ist hier gleich einer. Komm, wir gehen ganz kurz runter und gucken, ob da ein Checkpoint ist. In 9 von 10 Fällen, wenn ich sage, ich probiere mal, ob da ein Sprung. Ich spring da mal hin, guck, ob das geht. In 9 von 10 Fällen klappt's nicht. Sollen wir dich warnen vorher beim nächsten Mal? Ja, wenn du es weißt. Ich mach mal kurz die Tür auf, dann sind wir wieder zurück beim Checkpoint. Aua! Aber das ist nicht gut. Ich glaube, ihr seid sowieso gleich zurück beim Checkpoint. Oh, ich sehe hier. Ey Leute, vielleicht sollten wir uns im Hub erstmal bessere Waffen schmieden oder so. Das können wir gleich machen, wenn wir da uns im Holz zurückgehen. Ich werde komplett abgenommen. Wir haben ja, also, man muss ja fairerweise sagen, wir sind ja alle drei Hochskiller. Lass mal zurückgehen. Und wenn wir alle drei kein Land sehen, dann spricht das ja dafür, dass das Equipment einfach nicht.
So, zu Station 13, ja? Yes. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir überhaupt irgendwelches Geld oder Materialien, um... Ja, du hast viel gespielt, also musst du ja ordentlich was haben. Hm. Stimmt eigentlich. Deshalb laufe ich auch mit Crap-Items rum. Vielleicht hast du noch nicht hochgelevelt oder noch nicht nichts gekauft. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Aber sollte man auf jeden Fall mal die Waffen upgraden, das ist eine gute Option. Neue Fähigkeiten herstellen für die Waffen auch, gibt es ja auch Optionen. Also wir haben ja, hast du schon Bosse gelegt? Weißt du das noch? Weiß ich nicht mehr, bestimmt. Ich bin ja bekannt als der Boss-Slayer. Also jeder Boss droppt auch noch Spezialfähigkeiten, die sind auch sehr, sehr nützlich. Ja, aber du musst aber denken, du hast auch Nils und Simon dabei, ne? Ja, das ist natürlich mal, ist immer nur so gut wie das schwächste Glied. Aber guck mal hier, Waffe aufwerten, Waffenmod erstellen, da gehe ich jetzt erstmal hin. Hey du. Ich möchte meine Ausrüstung verbessern. Du bist zurück. Na gut. Mehr Schaden. Aufwerten. Ich kann mal die Heilung einpacken. Ich pack mal die Heilung an. Kann man nicht erstmal irgendwo einen Waffenhändler? Kann ich nicht erstmal gucken, ob ich nicht eine geilere Waffe kaufe? Kann man hier Waffen irgendwo kaufen? Was willst du? Ich glaube, du kannst Gegenstände sammeln und dann von der fertigen lassen hier von der. Ja, stimmt, so war das ja. Sie craftet Waffen, du brauchst aber dafür Gegenstände. Durchbohren Waffen, feuert ein Bohrprojektil ab, das sich bei Kontakt im Gegnerbord 80 Schaden verursacht. Das könnte ich zum Beispiel machen. Was ist denn hier mal der Heiler? Gibt's da noch mal einen Heilung kaufen? Nee. Feuert einen Kanister mit Krähenfüßen über eine Fläche von. Ja, gut, das bringt bei denen Gegner nicht so viel, weil die alle fliegen. Startet eine Sprengladung, die beim Kontakt mit Verbündeten explodiert und sie um 35% erhöht. Ich glaube, ein bisschen Blutwürze zum Heilen. 4 Stück muss erstmal rein. Antidote gibt's ja auch. Heilender Schuss, na gut, das braucht er. Den habe ich gerade. Den kann ich dann einsetzen, um euch zu heilen. Der ist beim Bosskampf sehr nützlich gewesen. So, ich habe jetzt diesen Durchbohrer einfach mal gekauft. Und jetzt? Ciao. Beim Schießstand gibt es wohl Waffen. Rix könnte mir bestimmt helfen. Ja? Ja, du bist ja eine richtige Matschbirne. Ja. Ja, stimmt. Ich habe Waffen gekauft. Wo? Bei den Kollegen. Ich sorge auch, viele Leute haben sich immer noch nicht mit der Idee. Ich warte. Ah, die Dinge mögen jetzt anders sein. Aber ab deine Waffe. Bei mir verkauft er keine. Geh nochmal ein. Quatsch mal nochmal mit ihm. Weil wirklich, ich konnte gerade Waffen auspeilen. Aber es ist halt ziemlich teuer. Ah, ganz ehrlich. Jetzt verstehen wir uns. Aha, oh shit, und jetzt habe ich das Geld gerade für die Mod ausgegeben. Danke für den Hinweis. Der Schießstand. So, ich teile mal euch. Guck mal hier, Witwenmacher zum Beispiel. Doppelläufige Schrotflinte, das wäre doch alles schon, womit man arbeiten kann. Aber ich kann mir nichts davon leisten. Ah, ich könnte vielleicht was verkaufen. Im Kopf fliegt auch so eine coole Pistole und über die viel Munition. Die war ziemlich cool. Oder eine MP war das, oder? Das ist eine Basic MP. Ach ja, ich wollte den Klasse wechseln. Also Jetpack, das geht um den Typen beim Tower, bei dem Hafengebäude. Okay. Ich hab bei der ursprünglichen Klasse bekommen, ich probier's nochmal bei ihm. Ich habe auch nichts Geiles zum Verkaufen, ey. Kannst du bei dem Hafengebäude-Typen nicht nur deine Klasse wechseln? Ja genau, das möchte ich gerne. Weil zwei Hunter ist ein bisschen dumm, glaube ich. Wir brauchen nochmal jemanden für Damage Dealing vielleicht. Zwei Schüsse in die Mitte und einer in den Kopf. Hallo, können ich möchte gerne meine Karte sehen. Das könnte mir bestimmt helfen. Ich sollte ihn mal besuchen. Dann kann ich nur so. Ah, da kann ich das Herz upgraden. Das ist natürlich nicht so. Bravo sollte seine Sachen besser positionieren. Damit wirst du nicht gerade schießen können. Okay, das ist ja auch ein Holzstock unmodifiziert zu einer Waffe, ey. So lange schießen. Wieso kann ich jetzt die Mod, die ich gerade hergestellt habe, da nicht reinmachen? Ah, hier. Durchbohren. Brandmunition. Im ersten Teil gab es auch ein Kind, das in die Zukunft schauen konnte. Was ist das denn? Erforderliche Mod-Energie. Ja. Kann ich die aktuellen Waffen wieder downgraden? Ah.
Okay, das ist cool. Kostenlos oder kostet das was? Ah, hier, Downgrade. Nikola, mit wem redest du eigentlich? Im Chat. Chat schreibt tolle, wichtige Sachen. Okay. Kannst deine ganzen Sachen auch wieder downgraden, wenn du willst. Wenn du dein Geld woanders investieren willst. Ich brauche geilere Fähigkeiten. Chat macht mich stark, kommt in mein Spiel und schenkt mir Sachen. Geht das? Teil der Material, da kenne ich alles. Die Waffen, die Bravos verkauft. Controller geht auch ganz gut, ja. Ich habe auf dem Steam Deck viel Remnant gespielt, das war auch ziemlich nice. Das geht schon ganz gut. Also schießen wir immer noch Maus. Wie wäre denn die Idee, einen Dungeon mal auf der anderen Schwierigkeit zu machen? Dann haben wir geilen Shit und dann machen wir einen Dungeon auf einer schwierigen Schwierigkeit. Das klingt nach einem Plan. Ja, ist natürlich die lame Variante, aber. Natürlich kann man das auch machen, ja. Ah ne, sie verkauft nur Amulette und sowas. Oder? Nikola, waren Krogi und Co. da auch mit Level 1 drin, oder? Die waren alle mit Level 1 drin, ja. Und die haben sogar auf Veteran gespielt, also auf dem Fähigkeitsgrad, den wir auch hatten. Haben die es geschafft? Ja, tatsächlich sind sie jetzt schaffen wir das auch, das ist ja Bullshit. Ich wollte gerade sagen. Die waren auch so dritt. Muss ja erstmal reinkommen in das Spiel, Leute. Stimmt. Du sagst es, Leute. Mein Gott, das ist alles ich kann nicht mehr erzählen. Es ist schon zu spät, es ist schon halb neun, also es geht nicht mehr im Bock mehr. Ich zähle mich nicht dazu, Bobby, merkst du? Ja, so hast du auch geschossen. Ich hab dich doch getroffen, was willst du denn? Geht das auch hier im Hub? Hey! Ja, geht. So unendlich Munition. Ich halte dich. Ja, ich habe übrigens das Ei noch, ne? Das Ei des Kuri Kuri. Oh, ich hab alles verschossen. Das ist alles weg. Warum ist denn Eddie so, gib mir mal Geld jetzt. Ja. Dann lass uns das in den Dungeon, da gibt's Geld. Wo denn? Ja, auf geht's zurück. Jetzt. Ja, da gibt's Geld. Wie findest du dich? Mir fehlt doch nicht viel für die Knarre hier. Okay, warte, dann grade ich aber jetzt. Dann kannst du das verkaufen. Verkauf deine Schrottwaffe. Kann man Geld droppen? Nee, glaube ich. Ja, ich kann die gar nicht verkaufen, die wird mir hier gar nicht angezeigt. Oh, musst du den anderen Kram verkaufen. Oder ich kaufe mir eine bessere Samurai Schwert. Das geht auch. Stahlflegel. Oh, eisernes Großschwert könnte ich kaufen. Das hatte ich auch beim anderen Stand. Das ist ziemlich cool. Dann habe ich natürlich wieder weniger Geld. Richtig. Das ist so, wenn man Geld ausgeht, hat man weniger Geld. Also gut. Das ist verdammte Lung. So nichts, was ich tun würde. Oder die jetzige Waffe upgraden, aber eventuell ist das Geldverschwendung, weil die Waffe ja nicht geil ist. Ah, schwere Entscheidungen hier wieder. Kannst ja wieder downgraden. Ja, aber dann kriegt man nicht alles zurück. Das ist richtig. Chat sagt downgraden und dann die bessere Waffe kaufen. Jagdmeister M1 plus 3 auf. Herabstufen. Boah, das macht dann richtig. Ich krieg Altmetall 330 und 14 Eisen. Hm. Wie viel fehlt dir noch? Hm. Aufwerten würde. Pass da draußen gut auf dich auf. Sorry Leute, aber das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, ja. Ich weiß ja auch gar nicht, welche Waffe davon gut ist, ehrlich gesagt. Kann natürlich sein, dass ich jetzt downgrade. Ja, bin ich mir nicht so sicher, wenn die zum Beispiel dafür mega langsam ist. Schön dabei, oder? Geschwindigkeit. Nee, komm. Ey Leute, ihr seid schlechte Ratgeber. Ich mach das jetzt so, wie ich das mache. Ich upgrade die tatsächlich und dann sparen wir das Geld und kaufe mir gleich die als Zweitwaffe die Schrotflinte. Und dann wird keiner mehr lachen über mich. Kannst du die als Schrotflinte benutzen? Das weiß ich nicht. Wie groß ist das? Oh, mir fehlt. Könnt ihr mir Eisen droppen? Ich könnte nichts droppen. Nee. Ein Eisen fehlt mir. Nein. Für ein weiteres Upgrade. Können ihr Schweine. Wir haben noch nichts, ey. Wir haben noch nichts. Gib mir Eisen. Hier ist überall Eisen. Die ganze Basis ist aus Eisen gemacht. Das ist richtig. Jesus, okay, wir gehen ins in die Welt. Ja, kommt. Ballern. Ballern. Ein Eisen, ey.
Kann man die hier wechseln, die Klasse? Wir wollen die Klasse wechseln. Ja, das habe ich auch in der 5. gemacht. Oh. In die 6. Kannst du einfach Return drücken. Das geht schneller. Wo müssen wir denn jetzt hin? Geh nochmal zurück, dann kannst du einfach auf Fortsetzen. Ancient klicken. Canopy oder. Achso. Ja, das ist das nächste. Da einfach die Mitte. Ja, ballern. Vertrauensbooster. Ha. Ein Vertrauensbooster? Eher flüssiger Mut in einer Nadel. Da machst du keinem was vor. Aber hey, was immer dir beim Einschlafen hilft. Yo, Chiliman22, was geht ab? Chiliman! Chili. Ey, übrigens, danke für eure Subs, Tekrikets, Sweet Chuck, das letzte und Rob Gin. Hier. Und Cheek natürlich auch. Vielen, vielen Dank. So, wer ist ein Computer, ist so langsam hier? Bobby. Das ist halt wieder das Ganze. Kannst du gerade mein PC dissen? Ja. PC, früher haben wir dazu Taschenrechner gesagt. Hey, jawohl. So. Hui! Da okay. Kann man auch noch sterben hier an der Stelle. Möchte ich mal dazu sagen. Wie ist denn eigentlich die Knarre? Boah, die ist eigentlich nicht so schlecht. So, links oder rechts? Die Frage gleich. Auf beiden Seiten sind Gegner, deswegen frage ich. Jetzt hier runter. Aber wie kriegen wir das Item? Das macht mich wahnsinnig, dass wir das da drüben nicht kriegen, das ja, Item. Ja, komm, vielleicht noch hin. Wie denn? Fliegen! Ich weiß es nicht. Oh. Langsam. So, jetzt vielleicht nicht alle Gegner auf einmal triggern. Ja, ich warte hier unten noch bei. Ja, aber ich sehe schon wieder das Scrap, was hier oben liegt. Und das will Eddie haben, von daher. Hm? Das war jemand. Sehr vorsichtig. Die ist nicht mehr da. So. Also links so. War eine Vase, die sich bewegt, und rechts war, glaube ich, so ein Gargoyle. Oder ja, lass erst mal hier in den Raum gucken. Ja, das ist die Schraube. Das ist die Schraube. Ja. Und hier geht's Schraube. Weiter. Da liegt ein Item. Eisen. So. Ja. Jetzt wäre sie zurück. Achtung, da oben links, seht ihr die Dinger? Ja, der rechte ist der, der uns eben angegriffen hat. Ja, den müssen wir jetzt killen. Okay, 3, 2. Ich falle eben mal. Bist du da? Alter, 2 Treffer und man ist halt am Arsch, ne? Also, der kommt halt auf dich. Gibt's doch echt nicht. Ich dulde dir was! Nochmal, ey. Elementarwiderstand, das ist nice. Mhm. Alter. Hast du die Vase? Gar kein Problem. Oder in der Ecke ist nicht gut drauf. Aber mit Zügen. Als sekundärer Munition. Altmetall, okay. Da ist auch noch was. Ey. Diese Dinger machen doch hier irgendwas, ich verstehe das nicht. Ich hab's noch nicht rausgefunden, keine Ahnung. Ich ignoriere sie einfach. So, ignorieren wir das Main Target und ist der Chest. Mal was klasse. Ah, sehr gut. Und da war der eine Eisen drin. Kriegt ihr das eigentlich auch dann, was ich, wenn ich die Chest? Ja, okay. Nur Munition nicht. Da müssen wir ja gar nicht gierig sein. Dann könnt ihr mir ja die Munition Kisten schon überlassen. Trotzdem, ja. Hier ist eine Tür. Die Tür ist wahrscheinlich zu. Ja, die ist noch zu. Von der anderen Seite aufmachen. Eine Abkürzung für was anderes. Okay. Dann ist das mal. Ja. Ach, das Vieh nochmal. Ja. Ich mach von hier nur 5 Schaden, aber das ist nur Munition wahrscheinlich. Ich mach 5 Schaden. Ich will hin. Mach 70. Wenn man genau in das blaue Auge trifft, ist critical. Ich hab hier bekommen einen Bonus, wenn wir bei ihr weiter weg sind.
Oh, es ist drin, im Aufzug. Oh, es kommt da leider durch. Oh. Ausweichen verbrannt. Nix kann er. Okay, alles cool. Ich hätte überhaupt keine Angst. Zum Glück. Zum Glück bin ich super mutig. Was war nicht gut? Ich habe auch nichts mehr. Nico klaut die Munition. Kann ich hier euch droppen? Klar gesagt. Nee, Achtung. Nicht, ne. Irgendwas ja, schreit. Ja. Na, noch einer? Sehr gut. Aber hier liegt nur Pistolenmuni. Primäre Munition. Hier. Nimm doch. Ja, ich war rot. Ich hab einen. Nee, du ist, ich hab eine Munitionskiste. Da steht primär, I don't get it. Kannst du die droppen? Nee. Nee, nur für dich. Die gehen auch immer wieder zu, diese Blumen. Mhm. Oder rufen die Gegner. Das ist aber blöd, dass ihr von der Munitionskiste nichts kriegt, oder? Achtung, sie kommt! Wieso? Wer kommt? Naja, ich hab eine Munitionskiste, ihr braucht Munition. Achso. Wäre ja eigentlich eine ganz gute Kombination. Wäre gut, ja. Hab ich denn eine laufende Vase? Au! Ein bisschen Munition sparen. Oh, jetzt kommt die Vase. Gar nix. Da hängt jemand drin. Hallo? Lebst du noch? Guck mal, das Loot lässt sich hier liegen. Ah ja. Was ist mit ihm? Ja, ich weiß nicht, ein paar Steine liegen auf ihm. Hängt ein bisschen ab. Okay. Komm wieder, wenn wir deinen Spaß machen können. Dann hat die jetzt noch hier. Hast du mal was mit der Handgun-Pistole? Das ist doch eine coole Pistole, oder? Nein. Dann nehme ich die. Ich bin Level 1 Heiler. Ja, aber ich hab nix. Nix ist untertrieben. Egal, beides. Schon wieder eine Kiste. Oh, die Kiste. Ja, ey, die findet die Kiste. Oh, eine Kiste. So, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptweg. Gibt's wieder zwei Wege, links und rechts. Und geradeaus. Links und geradeaus. Als ob keiner im Chat weiß, was diese lila Blumen hier sind. Also, wir wollen es nicht sagen. Vielleicht, vielleicht können die auch gar nichts. Mach mal die Tür auf die Abkürzung zum Kristall. Aber hier ist ein Gegner dahinter. Waren sie zumindest vorhin. Da ist ein Saugkristall. Aber rechts ist links verdammt. Ah! Oh, Bobby, bitte. Kannst du mir jetzt die Rutsche, die Rutsche. Nice. Jetzt können wir wieder. Weiter. So, geht weiter, ne? Shortcut. Ja, Shortcut offen. Die Knarre ist gar nicht so schlecht. Oder geradeaus? Ich glaube, unten ist ein Boss, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Wer ist hoch? Nach oben loot. Oben loot. Wir bekommen Besuch! Wir spielen auf dem PC, Jenny. Ich sag, das Spiel sieht richtig gut aus. Wir spielen hier auf dem PC. Und ich habe noch nicht mal die Sachen ganz auf Anschlag gestellt, aber es ist wirklich ein hübsches Spiel. Ich spiele meine Kamera auf dem Game Pass anspielen, das Spiel. Mit DC. Ja, Level up. Wo oben ist eine Vase? Eine Vase. Das macht euch mal nicht ins Hemd von einer Vase. Down. Aua. Ich hab schon gegen Töpfe gekämpft. Ich hab ja, schon frech. Soll ich mal heilen, Bobby? Nee. Nee, warte, ihr habt doch was mal dabei. Nein, du hast dich aber auch daneben geschossen. Ja, weil ich ja die Galt hab. Na gut. Ich hab jetzt ein bisschen erst an den weil hier geht's weiter. Das weiß ich noch aus dem ist mir schon am Kämpfen. Ja, hat man eigentlich keine Granaten oder sowas?
Oh, Eddie kann ich noch heilen, der braucht Hilfe. Komm mal wieder zurück, Eddie. Bleib mal stehen. Cool, okay. Danke. Wir sollten vielleicht ganz runter gehen. Das ist zumindest noch was, wo wir hier noch vorbei müssen. Jetzt hör auf zu spoilen. Okay. Na, wir können erst hier. Haben wir mehrere Optionen. Wir erforschen ja noch. Aaron. Hier geht's gar nicht weiter. Genau. Da sind wir hergekommen. Doch, hier kann man hoch, Leute. Ah, jetzt kommen wir wieder hoch zu den Bäumen und die Behausungen da oben. Hawkeye sagt, sie nennen ihn ein bisschen an Destiny. Ja. Futuristisches Ballern. Ja. Oh shit. Ja, das ist ein bisschen mehr Soulsy. Ich bin tot. Danke. Thanks. Davon kann ich nichts mehr tragen. Für die rote Munition. Du kannst dich auch heilen mit deinem Herz. Ja, jetzt habe ich ja voll Energie. Ja, aber wir haben jetzt bald kein Herzen mehr. Nikola, du hattest noch nie ein Herz. So. Oh, endlich sagt doch mal jemand. Guck mal, hier ist schon wieder so eine Blume, die klebt jetzt hier an der Wand. Das kann doch nicht sein. Jetzt sind die irgendwie das Königreich. Achtung, ich habe was getriggert. Wieder so ein Bösen. Ja, natürlich hat er mich wieder, Alter. Und ich bin tot. Okay, gegen die hat man halt gar kein Land, ey. Der Splash damaged dich einmal in den Abgrund. Und es kommen direkt noch 10 andere. Bobby. Ja, der hat gerade das Glück zu tun. Nee, ich meine nur, Bobby, es ist Zeit aufzugeben. Niemals. Man muss irgendwann wissen. Was ist denn der Hund? Also, sehr gut. Vielen Dank. Wieso hat er dich geheilt und mich nicht? Weil ich da hingeklickt habe, warte. Jetzt heil doch mal hier und. Wie immer im Stich gelassen. Aber. Ich war jetzt noch was. Was? Ja, ich muss kurz. Hat der in der Wand fest? Oh. Oh. Ah, er hat sich befreit. Moment, ich muss nachladen. Ja, klar, schnell nach. Oh, oh. Ja. So, was ist denn jetzt? Tod, im Reich der Toten. Und wie ist es da? Oh, ich kenne mich schon ganz gut aus da mittlerweile. Nikola, wo ist der Checkpoint? Du kannst dich da aussehen. Ja, es gibt zwei Wege. Wir können wieder zurückgehen zum, wo wir hergekommen sind. Aber wir gehen jetzt noch ein Stück weiter. Das ist halt die andere, der andere Weg. Ja, wir haben doch eben den Shortcut freigeschaltet. Wo ist der? Genau, unten. Ich würde nämlich den auch näher holen, sonst verpasst Eddie was. Ja, ja. Und wieder unten. Ja, wo kriegt er gleich wieder Leben, von daher. Whatever. So. Jetzt haben wir hier alles geklärt. Müssen wir gleich nochmal klären. Aber gar kein Ding, weil da kriegen wir ja XP durch. Und ja. Dann kommt Eddie auch gleich wieder. Okay. Kriegt man eigentlich auch Munition wieder? Ja, also auch gut. So, ich lebe wieder. Jetzt sind auch alle Gegner wieder da, oder was? Mhm. Aber jetzt haben wir ja voll den Plan und haben gar kein Problem mehr. Mhm. Können auch erst hier runtergehen.
Ah, es ist die Pflanze. Ja. Stamm. Das ist nicht gut. Ich bin fast tot. Und da haben wir nicht zwei Heiler. Ja, ich hab dich gerade verstanden. Ja, ich war auch schon auch wieder fast tot. Ja, ich muss kurz versiegen und kämpfen. Wie oft kannst du denn heilen? Kannst du immer heilen oder? Ja, fällt mir, das fühlt sich bei mir auf. Ja, dann heil mich weiter. Ja. Da. Du siehst ja oben links meine ja. Energie. Als Heiler musst du da immer ein Auge drauf haben. Ich muss auch gucken, ob ich heilen kann. Weil jetzt sind alle meine Heiler. Wenn du ein Heiler bist, der nicht heilen kann, dann bist du auch kein Heiler. Ja, bin ich auch nicht. Wo bist du Heiler? Oh, was? Hier ist was. The fuck. Ein wütender Topf. Was ist denn das? Ja, böse. Ich bin schon tot. Oh Mann, ey. Oh, die Maus zu ein ist nicht so einfach. Eieiei. Oh, er macht Feuerwerk. Ey, wieso gehen die eigentlich an immer auf mich? Daneben. Au. Ja, von allen Seiten. Sehr gute Idee. Oh, hab ich. Ich kann wieder heilen. Das sieht nicht gut aus. Oh, ich bin da. Beim Heilen. Wie frech. Alter, der kann hochklettern! Wer hätte es gedacht? Ich verpiss mich einfach. Ja, renn nur mal. Ah, er rennt wieder bei mir rum. Das wird nicht. Ich bin ab, hier kommt ihr mir. Ich rette euch. Oh shit. Egal, ihr macht das. Hä, was ist denn da? Wer noch schreit. Oh, sehr gut, Bobby, sehr gut. Okay. Das können wir nicht machen. Hey, du bist unser letzter Aufnahme. Du jinkst mich komplett weg. Nein! Er macht hier krasse Action. Heil dich! Nein, ich hab nur noch eins von den. Okay, ich heil. Du hast doch ein Pixel AP. Oh nein, er kommt! Kommt er? Er hat vorhin die Pflanze getroffen. Die das pisst. Hoffentlich hält er sich nicht. Feuer! Schieße ihn zu Tode. Ja, noch zwei Balken. Sehr stark. Nein, ich rolle! Ah, sehr gut, Feuer ausgemacht. 1,5. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, er ist in der Wand. In der welcher? Rechts, die Wand. Bei der Treppe. 8 Millionen Wände hier. Ja, wo halt die. Die Area of Damage. Ja, guter Treffer. Noch ein Balken. 5,5. Ja! Da geht er down. Ist er down? Ich weiß nicht. Ein Mini-HP hat er verpasst. Ein Schubser. Ja. Jawoll. Boah, der Schuss, der war aber close. So einfach. War nie in Gefahr. GG.
Ja, ist ja kein Problem. Also. Mod Damage, sehr gut. Umwandlung erhalten, Druckstelle. So, wieder zurück zum Checkpoint. Neue Fähigkeit. Eddie muss carryen, ja. Ich hab lauter Sachen gekriegt. So, soll ich euch wiederbeleben? Ja, musst du am Stein machen, aber du kannst hier ein bisschen looten. Glaub ich, passt ja nichts mehr. Sagte er und Eddie stirbt. Ja, die Leute haben ein gutes Hallo, Gespür. Hallo, wie geht's dir? Ach, Gespür guck mal, der Skill. Und dich. Ah, Skill-Cooldown, sehr gut. Reliktfragment, okay. Sehr gut. So, ihr wollt jetzt, dass ich euch, also, ja? Okay. Kannst du alleine weiterspielen, das ist... Ja. Ich krieg's aber keinen Hund. Der Hund ist schon ziemlich gut. Ja. Du willst den Hund haben. Okay. Also hol mir jetzt das Budget wieder. Ich gehe zum Checkpoint, Leute. Na, wenn's denn sein muss. Klar, dass die zwei Heiler tot sind. Die Bosse respawnen aber nicht, ja? Nee, die respawnen nicht. Ja, Nikola, warum hast du dann die Heilfunktion? Ja, weil die zu gut ist. Ja, ich aber glaub, warum? Kann. Wenn du die holst, warum sagst du nicht, hey Heiler, nimm dir mal diese Funktion? Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Könntest du auch gebrauchen. Mhm. Dann kannst du mal mit dem Counter-Strike spielen. Aber kurz zu Nils, wieder wer da? Was ist hier passiert? Achso, Umwandlung, Mutators, Inspect. Item to equip. Umwandlungen bieten einzigartige Möglichkeiten, deine Waffen zu modifizieren. Neue Mechaniken, also zu verbessern. Umwandlung aufwerfen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in die Base. Wir checken unser neues Equipment. Oh ja. Das ist ganz nice. Ich liebe es, wenn Bossfights dann schön geilen Kram droppen. Dann ist man nämlich mächtig danach. Chat, was sagt ihr zum Spiel bislang? Habt ihr überhaupt Remnant 2 gespielt? Macht euch das ein bisschen wuschig? Stunden, sagt hier Rockmod. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also, was haben wir hier Neues? Honigkraut, Verbrauchswerk. Gewährt ein Stapel von Bollwerk, okay. Verdorbener Lumenkristall. So, wir können jetzt, glaube ich... Hat er schon auch equipped. Erhöht den Fern- und Modschaden dieser Waffe um 5%. Und die kann man auch noch upgraden. Okay, da haben wir noch nichts. Machete. Hier haben wir auch noch nichts. Nehme ich euch diese Rüstung? Ich diese Rüstung? Hallo? Hallo? So, Bobby, du wolltest doch hier krasse Heilfähigkeiten haben, oder? Mhm. Weil damit kannst du dir auch einen Feuerschutz kaufen, was auch sehr geil ist, aber du kannst dir auch einen Heilschutz kaufen hier. Was ist hier? Wo ich stehe gerade. Deswegen sage ich hier. Bei der Mädel? Madame, ja. Die verkauft dir Upgrades. Ah, okay, deshalb sollte man auch mal auf Gewicht skillen, weil die geilen Rüstungen habe ich nämlich hier. Aber die sind halt sauschwer. Hm, aber sind auch ziemlich gut. Ich kann bei der nichts kaufen. Das ist halt das Souls-Ding, ne? Wenn du viel Gewicht hast, dann bist du halt auch schwer beim Ausweichen. Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Aber Nikola, die hatten doch eben diese Relikte, ne, die wir von den Bossern immer kriegen. Die konnte man doch irgendwie auf die Waffen setzen, oder? Vertue ich mich. Ja, genau. Das machst du bei ihr. Die kaufst bei ihr quasi Modifikation und kannst sie dann. Kann ich gar nichts kaufen. Achso, aber du hast du doch. Ich hab 800. Ich habe gerade meine Waffe aufgewertet, damit die. Achso, du hast kein Trap mehr. Aber du hast schon auch dieses Item, was du bekommen hast durchs Tutorial. Gehe ich von aus, ihr seht jetzt nicht. Ich gehe davon aus.
Das kannst du bei ihr nämlich, brauchst du nämlich auch. Okay, brauchen wir ein bisschen mehr Scrap. Oder so, verkaufst halt Kram. Hier ist doch eisernes Großschwert. Ja, das ist cool. Ja, das ist nice. Kauf dir das. Ja, da steht aber kritische Trefferchance 5%. Das ist nicht genug, oder? Lol. Schamlappen Warrior, mal guter Name. Schreibt, dass er Remnant 2 über 600 oder knapp 600 Stunden hat. Ja, Teil 1 schon. Über 1500, das ist ja krass. Ja, dann sag mal, was die lila Pflanzen sind. Die sind was ja neu im DLC, wahrscheinlich kennt er die noch nicht. Ach so, ja. Ja, ist das nicht vorher schon in der Welt? Ich wollte gerade sagen, dass das Gebiet war, unten gab es doch schon. Ja, kann sein, dass es. Gerät liegt das im Drachenherz, genau. Wie levelt man denn den Archetyp? Es kann nicht sein, dass ich nur 250 Erfahrungspunkte habe vom Archetyp. Das ist gerade erwischt. Oh ja, stimmt, wir können unsere. Was wir gerade eben bekommen haben durch den Boss. Dieses Pressure Point. Können wir auch eine Waffe legen. Ja, das macht er automatisch in die Waffe. Achso, hat er schon gemacht. Aber das kann man hier bei dem Dude hier upgraden. Mhm. Und auf Level 10 kriegst du dann nämlich nochmal ein Special. Entschuldige, Gesichter der Paxoltec kann ich mir nicht so gut merken. Klingt gut da. Natürlich, Paxoltec. Ist das jetzt ein Komma oder ist das ein Punkt? Wahrscheinlich ein Punkt, verdammt. Okay. So, hier kannst du auch. Was macht man denn mit diesen Fragmenten? Wo kommen die denn hin? In dein Herz kannst du dir packen, 3 Stück. Dann hast du weniger. Machst mehr Schaden oder. Machst du mehr Mordschaden? Es gibt verschiedene Modifikatoren. Die Druckstelle kannst du jetzt aufwerten. Genau. Im Chat wird gerade darüber diskutiert, ob man es auch im Nahkampf spielen kann. Komm bald wieder? Kann man theoretisch auch, aber ja, es gibt viele fliegende Gegner, die sind ein bisschen nervig dann. Und es ist natürlich auch für den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen trickier. Aber geht natürlich alles. Ach guck, das kannst du auch upgraden. Ich weiß, ob ich meinen Waffen-Upgrade. Obwohl, vielleicht noch ein bisschen Geld übrig für eine richtige Waffe. Ja, der DLC richtet sich wahrscheinlich auch eher an die Leute, die dann das Hauptspiel schon durchgezockt haben und geileres Equipment haben als wir. Ah, es ging ja so. Ging auch, also sollte auch so gehen eigentlich. Ach guck mal, habt ihr das auch im Inventar? Ich habe Likör des Entkommens. Ja, kannst du zurückreißen, glaube ich, in den Hub. Das ist ja crazy, okay. Das Paxoltec soll während seiner Reise aufpassen. Okay, ich habe eine Nahkampfwaffe, die ich kaufen kann. Ja. So, jetzt kann ich 1000 Scrap. Wenn wir ein bisschen Relic das verkaufen, dann kann ich eine Waffe kaufen. Wechseltempo. Der Widowmaker, der sieht natürlich cool aus. Verringert das. Was ist Sniper? Verbrauchsdauer. Das ist natürlich die Frage, ja. Das ist so. Den Chat, wisst ihr, dass wir den, wenn wir den Klassentyp wechseln kann? Weil ich möchte jetzt nicht gern noch mehr. Also ich habe auch Hunter wie Eddie und das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir bräuchten noch jemanden, der. Bist du sicher, dass es überhaupt geht? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es lesen können. Also stand glaube ich dabei, als man den Klassentyp wechseln. Dass man den Klassentyp wechseln kann. Als man ihn wählen konnte. Wurde erklärt. Neuen Char erstellen, ja. Du schon wieder. Die Option gibt's auch, ist richtig. Was brauchst du? Okay, wir sind hier fertig. Ja, ansonsten müssen wir das halt so machen. Da schnappe ich mir eine MG oder sowas und dann passt das schon. Ich hoffe, du machst keinen Ärger, Fremdling. Das wäre mehr Arbeit für mich. Wonach suchst du? Jetzt kann ich hier frei auswählen, Leute. Welche Waffe ist denn gut? Witwenmacher? Das ist ein Sniper. Mit der, also, hast du einen Scope oben drauf. Wrangler.
Oh ja, Linksposten ist ein bisschen kritisch. Vielleicht sollte ich einfach zu Riggs. Er könnte mir sicher mit meiner Waffe. Die doppelläufige Schrotflinte. Kann ich die dann auch statt der Knarre benutzen? Welche meinst du genau? Die. Wenn das Long Gun ist, dann schon. Wie heißt sie denn? Doppelläufige Schrotflinte. Gewehr. Oh, Gewehr ist immer der erste Slot. Okay. Also der Hauptslot. Könnte mir bestimmt helfen. Ich sollte ihn mal besuchen. Genau, die Pfandfeuerwaffen sind der zweite Slot. Was ist denn oder Kadenz in der Mitte? Was ist das? Weiß das die Damage pro Sekunde. Kadenz? Oder RPS? RPS? Was hast du mal RPS? Feuerrate. Feuerrate, genau hier. Kannst auch hier testen. Also je höher die Kadenz, desto die langsamer, oder was? Nee. Hä? Ja, in Ordnung. Tu nichts, was ich tun würde. Kannst du vergleichen. Ich müsste dich ja, dafür jagen. Ja, tief langsam sein. Ja, es geht mir um, ob ich über mir eine bessere Knarre kaufe. Kadenz 8,1, also je höher, desto schneller. Würde ich davon ausgehen. Ja, weil meine macht jetzt 8,1. Du siehst es auch gleich im Kaufsmenü, ob deine schlechter oder besser ist. Das wird dann durch Pfeile angezeigt. Wie findest du? Wonach suchst du? Ja, keine DPS halt, ne? 55 Schaden bei einer Kadenz von 2,5. Damit wirst du nicht gerade schießen. 36, die ist doch nicht schlecht. Jagdpistole ist auch vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, ich war also mein Gewehr und Upgrade nichts, was ich tun würde. Ich müsste dich dafür jagen. Hallo. Es gibt auch eine andere. Ja. Cool. Du bräuchtest einen längeren Lauf. Okay. Kurz mal testen, wie stark die jetzt ist. Und unten. Ja, deutlich besser. Ach Leute, ich bin so unentschlossen, was ich nehmen soll, ey. Ich weiß nicht, das lacht mich gerade alles nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, es ist alles nicht viel geiler, als was ich eh schon habe. Was kann ich? Dann pack alles auf Damage und dann passt es schon. Was verkaufst du nochmal? Ah ja. Scrap. Der Matschzander ist hier im Lager, echt? Im ersten Teil war der immer irgendwo in so einer Stadt. Wo ist denn der? Matschzahn, bester Typ. Oh, du weißt, wo du der hat immer ewig Stories erzählt, aber richtig. Oh, ich habe jetzt alles aufgegradet, was ich habe. Wie, hier gibt es noch mehr Händler? Da ist er, oder? Ist das Matschzahn? Ja, das Matschzahn, lustig. Hast du schon mal versucht, Papier zu essen? Nee, ich auch nicht. Ist ja lustig. Jetzt kann ich das ja hier überhaupt. Wenn der jetzt geile Waffen hat, drehe ich durch. Ach, so außer viel. Was hat der denn? Es gibt nur drei Gründe, warum ich die Leute. Alte Pfeife, besuch. Sieht aus wie eine Pfeife. Wegen meiner Geschichten. Das ist. Eine andere Geräuschebene. Der hat einen ziemlich coolen Heiltrank gehabt im ersten Teil. Der wird den noch verkauft. Ah, doch. What to do? Ah, ja. Na ja, gut, aber teuer. Schau 500. Ruhig wieder vorbei. Gut, wir müssen ein bisschen Geld farmen, befürchte ich. Der Eintopf sieht gut. Geld braucht die Welt. Schau ruhig wieder vorbei. Jetzt sind wir ja richtig stark und können alles platt machen. Ich bin mir nicht so sicher. Wir werden immer stärker. Ich meine, jetzt 80 Schaden statt 40. Also ich habe mich schon verbessert. Verdoppelt quasi. Als die Saat noch da war, habe ich alles gekocht, was ich finden konnte. Echt? So, ihr steht schon wieder am Kristall, als ob ich schon fertig wäre. Was kostet noch? Du hast doch Geld. Wie benutzt man denn eigentlich den zweiten Skill? Den habe ich doch. Zweiter Skill? Ja, ich habe ja jetzt...
Hier, warte mal. Hier den. Es gibt vielleicht Passiver Skill vielleicht? Achso, du musst den auswählen, welchen du benutzt. Achso, Konzentration du des den Jägers. Abschreibst. Ah, okay. Ja, kannst du wechseln, wenn du willst. Die Pest hat die Qualität. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe die Druckstelle noch aufgewertet. Sehr gut. So, jetzt bin ich ready. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Oh, falsche Taste. So, jetzt, gehen wir da wieder zurück, oder? Wo wir waren. Mhm. Yes. Also im Chat macht es schon richtig aus, was einen Key könnt ihr eingeben, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Wir losen dann nach dem Stream auf. Aus. Außerdem gibt es heute noch GTA 6 Keys. Oh. Für die Beta. Was? Beta-Test, die Beta, ja. Der nach meinem Stream startet. Zeigst du dann auch live den. Ah, darfst du nicht, ne? NDA, verdammt. Ja doch, meine Connections bei Rockstar haben mir den gegeben und ich darf, wenn ich 3000 Zuschauer habe, darf ich die verlosen. Oh. Also geht mal alle bei Gronkh und Hand of Blood kurz in Chat und sagt Bescheid. Kennst du noch Jules von der GameStar? Wen? Julius Busch von der GameStar? Ja. Der war bei Rockstar. Der war, glaube ich, für die PR zu Red Dead Redemption zuständig. Boah, guck mal, wie jetzt passieren hier. Ich krieg von meinem Mate den Nacken. Was? Nee. Ich bin vorne. Wir sind ja beide vor dir. Ja, jetzt. Ja. Ich geh schon mal vor, weil ich weiß, was geht das Bohren. So. Mist, sie haben uns gesehen! Tun sie das? Ja, auch, ne? Ja, da oben hängt halt der Gargoyle rum, wollen wir lieber unten lang. Na gut. Ne, wir können auch unten lang. Können auch unten lang gehen. Weiter so! Dann geben wir ihn vielleicht. Nikola, hast du Angst vor einem Videospiel? Ja. Tu nicht. Kann man da auch? Ne? Ich habe Angst vorm echten Leben. Ja, aber wie kann das? Das habe ich unter Kontrolle. Das Videospiel nicht. Moment, sind wir hier nicht in den Ambush gerannt vorhin? Jetzt rennen wir ganz schnell über die Brücke rüber und dann sind wir dann da. Und wir triggern keine Gegner dabei. Das ist der Plan. Hier über die Brücke? Ja, ganz schnell. Ist, glaube ich, noch ein bisschen Loot hier oben. Was sagt der Loot? Oh, nee. Hier war doch die Stelle vorhin. Die Tür da. Sind noch welche, ne? Ist das der Boss? Ach, er ist doch wieder da. Ach, nee, ist wahr sein. Versteht ihr? Wahr sein. Wahr sein. Ich muss kurz upgraden. Sekunde. Ja, halt doch einfach mal. Ja, ich brauch doch Leben. So. Handgun-Ammo. Hier ist noch eine Kiste. Ich mach die mal auf. Hä, wo konnte man noch mal upgraden, dass man mehr schleppen kann. Das ging doch auch irgendwie. Vielleicht gibt's den Trade später. Da gibt's noch ein paar zum Freischalten dort. Und wie kriegt man die? Kommt mit der Zeit. Gut, dann wieder zurück. Das war's hier? Ja, war noch ein bisschen Loot. Das ist ein optionaler Weg. Bobby, es geht um den Loot. Das ist wichtig. Wahnsinn. Ihr seid doch verrückt. Hier geht's doch auch lang. Hm? Nee.
Jetzt gehen wir ganz schnell hier rüber und triggern nicht den Gargoyle. Oh, wir werden ja wohl zu dritt ein Gargoyle. Mann, lass doch mal den Gargoyle jetzt hier machen. Was ist denn los? Das ist wirklich mit Nikolai. Ich hab da jetzt drum machen. Oh. Wo ist er? Wo ist er denn? Ah, da oben. Für uns. Au. Wo ist der Gargoyle? Der ist über uns. Ja, jetzt, boah, wie viel Schaden ich mache. Geil. Komm zurück. Was ist denn der? Der braucht hier. Bobby, komm mal. Was denn? Du bist der hier, oder? Nein, hier. Nee, du bist der hier. Ah, jetzt macht man wenigstens mal ein bisschen Damage. Da geht er schon down. Zack, ich habe ihn gekillt. Kein Ding. Kein Problem. Hier kann man übrigens runter. Wir können, glaube ich, einen eigenen. Ach ne, da sind wir hergekommen. Was? Ja. Ich zumindest. Ich kann einen eigenen auch. Ja, ich habe schon verteilt. Ich habe schon alles. Und das noch einen. Was machen wir denn? Noch mehr passen, noch einen. Was? Vitalität mache ich. Noch einen? Ich habe gerade einen. Noch einen, ja. Tatsächlich. Alles war Vitalität. Also da sieht man mal, was so ein Upgrade nach so einem Boss für einen Unterschied macht, ne? Wie wir mit dem Gargoyle gestruggelt haben und jetzt war der ja mal gar kein Problem mehr. Oh, hier ist Vergiftungskram. Ja, nicht reinlaufen. Danke. Nee, es passiert erst, wenn du komplett voll bist, wenn der Leiste. Ja, warte, heim ich erst nochmal. Nee, das ist ein anderes Level hier. Nee, hinter dem ist ein Stein zum Fallen. Alles ganz entspannt. Und heilen kann ich noch nicht. Du darfst noch Kills machen. Du bist ein Heiler, der nicht heilen kann. Ich bin ein Hunter, so wie du. Warum hast du diese Eigenschaft, wenn du nicht heilen kannst? Weil ich die geil finde. Das ist wie Waffe so ein Internetsender ohne Internet, ey. Ein Internetsender ohne Internet? Ich brauche jetzt einen Confidence Booster. Ein geschmiedetes Eisen. Das ist ein Checkpoint. Ein Atelier. Erstmal ganz entspannt vor dem Hinsetzen. Na, wir können gleich da weggehen. Da geht's lang und da unten geht's lang. Ja, wieso heilt er? Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Weil mich hat er nicht aufgeheilt. Ah ja, stimmt, wir müssen doch nochmal rangehen. Upsi. Ist etwas zu früh weg. Jetzt. Ah, jetzt. Sorry. Ein bisschen voreilig. Aber irgendwas haben wir übersehen in Yasha. Da ist nämlich noch ein gelbes Ausrufezeichen. Das ist jetzt als erledigt markiert. Nee, seit wann ist denn ein gelbes Ausrufezeichen als erledigt? Auf der Map steht explored zumindest. Okay. Boah, so fliegen die Insel hätte ich auch gerne. Ganz alleine. Ja, mir würde schon eine normale Insel irgendwie reichen. Ja, das ist ja langweilig. Wie geil das aussieht, dieser Baum und so, das sieht schon nice aus. So, wo seid ihr denn schon wieder? Ja, weiter. Immer voran, Eddie. Nikola, bei das ganze Loot für sich. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, ja, ist wirklich so. Man muss ja auch mal ein bisschen sich die Gegend angucken. Wir haben Leute dran gesessen und das designt. Für Leute wie euch. Es ist so schön. Aber die Bäume. Ich bin bei Bäumen immer ein bisschen skeptisch nach dem ersten Teil. Da waren die alle böse. So, Feuerwerk! Renne! Toll! Feuerwerk! Das Rollen? Ja. Das Rollen. Rollen wie die Rolle. Ich bin Franke und kann nicht das R rollen, das ist schon ziemlich peinlich. Links oder rechts? Hier sind Viecher. Knallt sie ab! Nein, die sind Leute. Okay. Alte Videospielregel, du musst immer alles abschießen, was man abschießen kann, weil du weißt ja nie, was es droppt. Kerl auf Eddie. Naja, du weißt, was ich meine. Es ist ja wirklich so. Am Ende droppt der Hirsch das Drachenschwert und du hast die ganze Zeit gesucht. Das kann ja nicht sein. Ja, also musst du auch den Hirsch töten.
Okay, als wenn ich ein Videospiel programmiere, baue ich einen Hirsch ein, der das doch auch fertig erzählen wird. Warte auf mein Pen and Paper. Oh, das ist wieder hübsch. Sind wir den Weg nicht gegangen, müssen wir jetzt hier zurücklaufen? Ist hier noch was Spannendes da? Mal gucken. Ich guck kurz. Ah. Kein Damage. Bobby, er ist okay, weg, wir können gehen. Let's go. Oh nein, ich sterbe. Okay, hier ist nix. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr? Okay, komm, dann hoch. Muss kurz aus, wenn du laufen kannst. Ihr macht das. Ihr macht das schon. Das ist kein Problem. Ein bisschen Feuer macht auch nichts. Habt ihr Spaß nicht? Alter, was schießt hier auf mich? Von Gargoyle! Okay. Wieso schießt denn keiner von euch auf den? Wenn der schreit, können wir uns nicht bewegen. Hallo, hast du ihn gefasst? Hier die Fahrt, der hat Hunger, ne? Kaum ist Liquid noch nicht gefasst, keiner von uns gestorben. Naja. Nikola, heil mich bitte. Okay. Wo bist du denn? Ist hier der da, oder? Ne, das war Bobby. War dieser Ball gleich aus. So. Was? Ey, da hinten ist ein Item, Achtung. Oh ja, ist ein blaues Item. Noch ein Upgrade. Eigenschaftspunkt? Schon wieder? Ja, war ein blaues Gut, was er irgendwann hat. Achtung, Gegners! Das gibt ein Oh, shit. Ich komme zu euch. Ich bring Gegners mit. Oh. Ich die mal mit. Wenn ihr das gerade fällt, dann los. Los, hallo. Lauf, Party. Alles muss man selber machen. Schrecklich. Gargoyle. Das war ordentlich. Ach, der Dammel ist nicht wieder tot. Komm, Alter. Ach, zu Glück. Heilung bitte. Was ist das? Jetzt muss gucken, wer das ist. Da steht leider kein Name drüber. Mittlerweile sind wir gut. Das gefällt mir. Also ich ziehe euch natürlich auch nicht mit, aber... Ja, du carryst uns ein bisschen. Level 5 schon, ne? Ja, ja. So ein hohes Level hätte ich auch gerne. Wenn er schreit, einfach Rolle, ne? Hm? Ja, ist klar. Wenn er schreit, einfach Rolle. Ja, bei dem Gargoyle. Die möchten leben. Nikola, heil mich bitte. Ich hab keine Heilung mehr. Ich muss erst nichts machen. Die Legolas Aua. Ohne Pfeile, ey. Ich bin nicht der Heiler. Oh, da ist ein Item. Lila, das ist 100 Stufe bewacht. Sie haben mich gesehen. Und wie kommen wir da hoch? Außenrum wahrscheinlich. Oh nee, ich hab was getriggert. Hinter uns. Na warte.
Noch was. Dieses Wille. Hätte ich, kann ich fallen. Ach nee, du bist vor mir. Nee, das ist der. Komm. Kugel des Plünderers. Oh shit. Du schon wieder. Du, Alter, ist ja direkt bei mir. Warum sagt denn keiner was von euch? Er ist direkt bei dir. Alter. Wie, Alter, ihr seid wirklich, mit euch brauchen wir keine Feinde mehr. Er hat mich runtergeschubst. Oh, schlecht. Ich bin in den... weg. Ja, solange er nicht aufpasst. Gut gemacht. Ui. Ui. Was Schwierigkeiten. Ich bin nicht da. Sehr gut. So lange. Was ist das? Stark. Geh weg. Wie rette ich dich? Sehr gut. Ah, du. Der Hund hat's gemacht. Der Hund hat's gemacht. So, wie retten wir Bobby? Zum nächsten Checkpoint rennen. Er ist leider runtergeschmissen. Explodieren die Dinger. Bobby, warum bist du in den Abgrund gesprungen? Nico, ja, hab ich geschubst. Ich? Das hab ich mir schon gedacht. Ich hatte so eine Vermutung. Du bist tot, du kannst nicht reden. So. Die gute alte Trouble in Terrorist Town Taktik. Ah nee, ich glaub, da ich bin auch dann ist. Der Schütze ein bisschen, da ist böse gespawnt. Ich hab keine Herzen mehr. So im Metal leben. Ja. Geschmiedetes Eisen hab ich jetzt gefunden. Da kommt was! Ich hab kaum noch Schuss für mein Repetiergewehr. Same, ich hab null. Okay. Hier ist, muss drin bald was? Ein Checkpoint sein. Ist hier was? Ich würde, glaube ich, mal hier lang gehen. Hier sieht es eher nach Loot aus. Loot ist gut. Loot ist gut. Oh, der hat das noch gemacht. Oh. Eine Vase. Oh, da geht der reingerollt. Und noch ein Gargold. Noch. Ich renn mal zum Stein. Boah, ich hänge. Nein! Ich hänge hier. Ich kurz, oh. Kann ich. Nein, jetzt stürzt ich ab. Das ist jetzt so witzig. Wir werden dich. Ah, kein Hülsen mehr. Oh, der kommt auch noch. Ja, ohne Munition ist es fies. Jetzt sind wir hier, Nikola, ohne Munition gegen eine Übermacht an Gegnern kämpfen, wird es schaffen, sich aus dieser gegen die Situation zu befreien. Nikola, jetzt mach doch mal, ey. Jetzt sei doch einmal, jetzt sei doch wahnsinnig. Wipe. Jetzt, ich weiß, was es lang geht. Ja, bitte, da kommt was. Muss man da in den Abgrund springen? Ja, das ist eine Option. Sollten wir auf jeden Fall tun. Wo denn lang jetzt? Ja, das ist rot. Lass mal zum Rot. Oh, guck mal, wir haben sogar den Checkpoint. Ah, ich hab den aktiviert. Nice. Dankeschön. Schön Glück. Hier ist ein Boss. Habt ihr Bock auf Boss? Ja, sicher. Let's do it. Er geht vor. Okay. Sie geht. Wir probieren es einmal. Ne, geht halt direkt los. Es gibt keine Cutscene. Ballern. Guck, das Cutscene ist ein Lüge. Hat der eben nicht gemacht, wie kleiner. Guck mal, der hat einen Bulli getroffen. Wieder? Oh ja, danke. Endlich weiß ich, wo der Gegner ist. Heil mich! Ja. Musst du da halten müssen? Ich bin tot, danke fürs Heilen. Cooler, cool, du bist halt andere. Leute. Cool geheilt, Nikola. Hier alles.
Nikola, lass rein, jetzt komm, der Hund hebt ihn auf. Oh, ja, ja, Jesus, aber ich Christ. Ich lebe wieder. Deshalb alles hin. Ich bin tot. Oh oh. Nikola, ich bin der Einzige, der hier auf das Ding schießt. Ich muss Leute heilen, ich werde wieder aufstellen. Wo ist das Ding hier? Wir machen keinen Schaden. Ich bin, der ist ja ultra schwer, der Boss. Nein, nur in die Öffnung schießen. Irgendwie. Wie? Und auf die Kristalle. Und ich bin tot. Alter. Da haben wir aber auch nicht die richtige Waffe für. Wir sind halt Fernkämpfer und müssen nah ran. Oh oh. Ich hab keine Heilung mehr. Ja, ein Drittel. Och Mann, ey. Also, da muss man ja fairerweise sagen, Lagerweiler. Wir haben keine, absolut kein Land gesehen. Also doch, ein Drittel haben wir da unten geschossen. Ja, das ist fand ich jetzt kein nicht Land. So schlecht, das hast du mal. Naja. Achso, okay. Das ist ein Zauberschlag, ja, exakt. Da kommt was! Den komme ich! Ich gehe den jetzt mal im Nahkampf machen. Hau die Vase. Hä, oh. Ja, das war keine coole Idee. Ziemlich dumm. Ich bin tot. Tobi, kannst du den Hund schicken? Mhm. Weil ich glaube, wir kommen da nicht ran. Auf den. Es fehlt aber auch an Heil-Items, habe ich das Gefühl. Man kann sich ja gar nicht selber irgendwie heilen. Also kannst du jetzt die Wurzeln kaufen. Das ist ja drin, aber es ist echt wenig. Auch ziemlich teuer dafür eigentlich. Aber wenn man die Routine raus hat vom Gegner, geht es eigentlich nicht. Easy. Verdammter Mist. Ich bin tot. Hund. Komm. Dankeschön. Der kann direkt anfangen. Oh, da in der Mitte, doch, in der Mitte, wenn es die grünen Dinge. Absolut, ja. Ja, jetzt hab ich keinen gemerkt. Wenn es halt da drin ist, das der Kristall, den man treffen will. Nicht gut. Falsche Taste! Oh, Mann. Ja, doch. Die macht richtig Schaden. Ja, man rafft ja überhaupt nicht, was einen hier trifft, ehrlich gesagt. Das sieht nicht gut aus. Das ist hart. Aber nein. Ach nee. Sobald der Null Revive hat, dann sterbe ich auch. Wow. Das ist crazy. Nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Ist der unter drin? Ja, der haut da. Guck mal, der macht keinen Schaden. Doch, ein bisschen Schaden macht er. Aui. Alter, was ist denn das für ein Boss? Nikola hat gesagt, lass da mal reingehen. Habt da Bock auf den Boss? Was ist ausgegangen? Mein Spiel. Sollen wir Schwierigkeitsgrad runterstellen oder was? Seid ihr jetzt trapped in der. Also ich sehe nicht, los? Wie wir den packen, ehrlich gesagt. Warum lachst du denn nicht dauernd so dreckig, Nikola? Ich geh ein bisschen upgraden, dann passt das schon. Dieses optimistische Grinsen, ich hasse es.
ärger dich doch mal ein bisschen. Sei doch mal sauer. Ah, wie schlimm. Oh, nee, das ist ja furchtbar, ey. Sorry. Ich bin kein Soulspieler. Das hat auch nichts mit Soulspieler zu tun. Das hat einfach mit Basic Emotions zu tun. Wenn man verliert, ist man sauer. Punkt. Oder auf andere. Hm. Wird auf andere, ja, ja, ist ja egal. Erstmal sauer sein. Alles noch mich sauer. Das muss auch einer übernehmen, die Rolle. Die Wut ist das Erste, was kommt. Achso. Ich war in der Schule von Tobi Escher. Er hat mir beigebracht, wie man fühlt. Und im Zweifel cheaten die anderen. Ja. Das stimmt. Zurück in der, ich hab keine Munition mehr. Ich muss nochmal zurück zum Feuer. Also, Nikola, das klingt hier alles nach einer Extrawurst. Wie das? Okay, dann gehen wir 30 Schuss rein, kein Ding. Ja, aber wieso hast du keinen Schuss? Du hast doch auch nichts getroffen. Ich weiß nicht. Ich hab restartet und hatte ich immer noch keine Munition. Muss ich zum Kristall kommen? Also, wer du hier revived hat, hab ich ja geschossen bis... Ja, ich revived, ich hab 300 Schuss auf den gelassen. Ja, aber du musstest ja auch heilen. Ja, die, wir müssen uns zusammen hier hinsetzen. Die wieder aufstellen. Guck mal, Timmy hat hier ordentlich aufgeräumt. Dem Klo hinterher, der heute Geburtstag hatte. Das ist doch mal vorbildlich. Vielen Stark, Dank. Zimmy. Wollen wir upgraden gehen oder wollen wir wieder rein? Was willst du denn upgraden? Ja, Damage auf die Waffe. Haben wir denn überhaupt genug? Ich habe ja nicht viel eingesammelt. Ja, gut. Haben wir irgendwas? Bindung? Ja, ein bisschen mehr, Alter. Was ist denn dieses? Oh, guck mal, ich bin Level 2 jetzt. Und Eddie ist Level 5. Das ist schon ein bisschen belastend. Hallo Hundi. Oh, ja, wir werden es natürlich jetzt nicht schaffen. So. Ah, das ist ja eine Einstellung, die finde ich nicht gut. Ja. Ah, du bist Power Level 4 steht bei dir. Okay. Wie geht das in Level 5? Realität. Gut, gehen wir rein und. Ja, rein und sterben. Sagt der Optimist. Ja, optimistische Rassengehtweise gibt's nicht. Es muss doch hier einen Cheese geben. Ich kann's hier in der Ecke stellen, aber es ist relativ eckig aus, die Arena. Wir müssen halt immer in den zentralen Punkt treffen. Ja, die Frage ist nicht, wo wir treffen müssen. Das ist nicht die Schwierigkeit, das Treffen. Die Schwierigkeit ist das Überleben. Jetzt ist das Ding weg, das Leuten, oder? Jetzt kommt wieder, ja. Okay. Man muss ja wirklich abwarten, dass das Wort ist. Das kommt nicht. Halt. Wir machen tot, wir schaden das. Hi Maddie. Achso, ja. Hier ist noch einer. Ich komme leider meine Heilung nicht mehr wieder. Das ist das Problem. Ach doch nicht, Damage machen. Der Hund ist wieder drinne. Ja, nice. Kannst du ihn jetzt in die Luft jagen? Hier bin ich. Warte, mach mal rechts und links jetzt. Komm. Oh, und rein damit. Aber meine Pistole nicht so viel. Hey, das ist ja nicht gut. Oh Mann. Irre? Das hat mich jetzt getroffen. Komisch. Das Wiederbeleben dauert auch so lange. Das kannst du bei dem Gegner halt. Du musst den Hund schicken und alles andere ist dann. Jetzt soll dir was. Soll ich das dann? Ach, komm, Stahl, komm. Nein. Gut. Da kommt der Stahl, komm. Ja, so viele Geschosse, ja. Was macht das? Nein, ihr seid nicht schon wieder tot. Können wir unsere Waffen upgraden? Das ist doch mal eine Idee. Ich
Ihr könnt es versuchen, aber ich will mir nicht. Und Highlights kaufen. Na, die machen. Bräuchten Granaten, die wir da reinwerfen können. Ja. Bisher noch keine Granaten zum Kaufen gesehen, leider. Ich auch nicht. Wir müssen alle auf Hundklasse wechseln. Zu dritt auf Hunde nehmen, dann schicken wir die Hunde rein. Die machen das für uns. Ich glaube, Revive ist nur sinnvoll, wenn Bobby das macht. Mit seinem Hund. Alles andere. Ja, aber ihr seid auch schlecht geskillt, das muss man ganz klar sagen. Wir ergänzen uns ja null. Zu einem anderen Charakter holen. Ihr bietet ja gar keinen Mehrwert für mich. Ja, das kann ich nicht verneinen. Doch, Bobby hat schon eine gute Klasse, das finde ich gut. Ja gut, ich der Hund wenigstens ein bisschen, aber du bist ja wirklich... Ja, sag mir, wie ich die Charakter wechsle, dann bin ich sofort am Fall. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich könnte mal einen neuen Charakter erstellen eben, aber... Also wieder Level 1 anfangen, meinst du? Ja, ich halt. Was kann ich für dich? Dafür habe ich eine andere Fähigkeit dann. Warte, ich gehe mal kurz ins Hauptmenü und bringe mal... Nein, du machst aber wieder keinen Schaden dann. Ist doch egal, aber ich kann eine andere Klasse nehmen. So, hier, Madame, die macht das jetzt. Oh, es fehlt wieder ein Eisen. Es fehlt immer ein Eisen. Medic kann ich noch nehmen, was kann der? Kann ich mit dem heilen? Ja, guck mal, ich nehme den Medic und dann easy peasy. Challenger gibt's noch für Close Range Combat. Händler ist das, was der Bobby hat. Ganzlinger gibt's noch. Komm bald wieder. Auf geht's, nehme ich den Medic. Kann man nicht irgendwo Granaten oder so kaufen? So, dann join ich mal wieder rein. Wenn man doch nur. Chat, wie ist das Kennwort hier? Für die geile Kiste. 333 Nase. 555 Schuh. So, jetzt bin ich hier der Medic. Ich habe keine Ahnung, was ich tun kann, aber hier bin ich. Jetzt guck ich noch eine coole Waffenmod. Gut, lass mal sehen. Auch wieder den Healshot am besten. Der war ja ganz cool. Yes. Naja. Okay, wir sind fertig. Noch ein Healer. Also jetzt kannst du noch aufwärts gehen. Steht unter der Taschenlampe. Welche Taschenlampe? Inventar. Ah ja. Lol. 0415. Wer sollte da drauf kommen? Zerfällt man nur hübschen irgendwo, oder? Ich hab ein MG, nice, der Healer mit einem MG. Ich hab rausgefunden, Bobby. Du bist gar nicht der Healer. Ich bin der Healer. Ihr habt den gleichen Charakter wie bei unserem Spielstand da. Da konnte ich auch heilen. 0415 habe ich gesagt, ne? Ja, aber ich bin. Meine Klasse heißt Medic, also noch mehr Healer geht ja nicht. Naja. So, Schlüssel des Frachtraums. Nein, ich habe auf Eddie gezielt, der da rum. Leute, wo ist der Frachtraum? Lasst schnell in den Frachtraum gehen. Der ist gleich nebenan, der Frachtraum. Jetzt echt? Ja. Wo denn? Der war abgeschlossen hier irgendwo. Ja, ich habe ja einen Schlüssel. Ja, hier ist der, oder? Ne, hier nicht. Irgendein Raum war das hier oben. Kann ich das auch machen? Alter, Türen war das, glaube ich. Oder Chat? Wisst ihr das noch? Das war doch hier oben irgendwo. Unten war das. Unten? Echt? Beim Hafen, ja, ja, ja. Aber ich hab doch schon mal eine Tür gesehen, wo man was reinstecken muss, da. Schlüsselmäßig. Dann gehen wir mal zum Hafen. Wo ist denn der Hafen? Der ist ja, werden wir ja unten sehen. Wenn da nichts ist, dann wird er gebannt. Containerhafen? Auch im Auto? Oben nicht, oder? Muss schon hier unten sein. Aber doch hoch. Wie ihr euch jetzt vordrängelt, nachdem ich das Rätsel gelöst habe. Vordrängelt ihr? Ganze Loot ist mir so egal. Ganz oben? No. Aber sind doch Container und das ist ein Hafen, also. Wenn das nicht hier ist, wo dann? Containerhafen. Zurück. Ja, Leute.
Wie viele noch mehr Häfen gibt es denn hier? Also hier ist ein riesiges Containerschiff, wenn das kein Hafen ist. Bisschen präziser. Containerhafen. Gierschlund, Nikola. Genau, ah, Eddie hat's gefunden. Eddie hat's gefunden. Jetzt schnell durch zwei Teile nehmen und gut ist. Ah. Und da gibt's jetzt die geile Wumme, pass auf. Wenn jetzt hier nicht gerade scheiße. Du Game, Nikola! Eine MP. MP60, wenn das jetzt nicht Schaden macht, ne? Habt ihr die auch gekriegt? Ja, ja. Lass mal ausrüsten. Hast du gemerkt, wie er sich für uns gefreut hat, dass wir auch über die Erde kommen? Ne? Ja, ich habe ja die ganze Arbeit gemacht. Der Chat hat die ganze Arbeit gemacht. Naja, aber ich war so schlau, den Chat zu fragen. Danke, Chat. Ja, danke, Chat. Ich warte mal am Kristall, ne? Obwohl ich teste, dass man die Hände kann. Ich sag mal so, der Chat hat nicht immer im Leben nur schlaue Sachen gesagt. Ah, so halt man. Das ist auch immer ein Risiko. Waffe. So, ich muss meine Waffen upgraden. Keiner wird gebannt, alles war richtig. Nico hat uns vorher nur falsch geleitet. Das ist natürlich keine Ahnung. Wo war denn das jetzt genau? Was denn? Der Hafen. Ja, da, bei den Containern da unten. Ach, da kann man runtergehen zu den Containern. Kann man ja, jetzt muss er nicht mehr hingehen. Ja, ich will zum Wissen für die Zukunft. Da ist ja noch was. Seht ihr das? Da hinten. Ah, okay. Seht ihr das? Kannst du durchrollen dahinter. Wie kommen wir denn da hin? Da ist noch das was Lilanes. Ja, Schuss. Redet ihr mit mir? Mit wem redet ihr? Nikola. Ja, mit dir. Ich gucke auf dein Teamviewer-Bild. Ja, und wie kommen wir da hin? Ja, wir bräuchten wahrscheinlich noch irgendwie einen Zugang dazu, irgendeine Tür, das auch die noch reinführt. Wow, wir bräuchten einen Zugang dahin. Okay. Ja, guck mal. Wie nee, kommen nee, wir da hin? Wir bräuchten einen Zugang. Guck auf die Map. Da ist ein riesiges Portal. Und da ist eine Tür. Da ist ein Portal. Das ja, wie kommen wir da hin? Ich will das unbedingt jetzt haben. Jetzt diese lilane Waffe. Dann müsstest du das Portal erst öffnen. Oh. Das wird in der Story geöffnet. Da kommt man durchs Labyrinth. Okay, wo ist das? Ja, das ist unsere Hubwelt. Bobby, wo man die Welten betritt darüber. Da kommen wir niemals hin. Also nicht im DLC, nur im Story-Mode. Ich weiß also nicht, wird uns jetzt hier gerade ein Item vor die Nase gehalten. Wir sind ja, also das Hub ist ja nicht nur im DLC da, deswegen kannst du natürlich auch alle anderen Sachen hier sehen. Mhm. Auf geht's, wir müssen noch einen Boss besiegen. Ich kann jetzt heilen. Ich bin voll krass. Ich kann jetzt doppelt heilen sogar. Fühlt euch schon geheilt? Ja. Das ist super. Und ich habe ein MG dabei, also jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wir haben jetzt alle ein MG dabei. Naja, ne? Echt? Ja, wir haben alle jetzt diese neue Handgun. Achso, ja, eine MP meinst du? Die ist ganz gut. Ich habe ein MG und ein MP. Also Feuerrate unglaublich. Jetzt brauche ich auch kein Aim mehr, jetzt ist es großartig. Nur noch rechtzeitig ausweichen, das ist ein Problem. So Leute, jetzt wird's richtig geil. Jetzt besiegen wir den nämlich. Das schon mal jetzt. Matschsalbe. So, ja, cool, hier sind ja schon Gegner und ich bin tot. Wieso bin ich tot beim Spawn? Hätte die angelockt. Ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall tot. Dead on arrival. Wenn wir jetzt einfach zum Checkpoint gehen, reicht das schon? Ja, kann mich natürlich jetzt ja auch einfach sterben lassen. Reicht nicht. Wir setzen uns erstmal hin. Das ist so krass zu sehen, ey. Da ist einer am Sterben, die zwei Mates gehen erstmal ins Lagerfeuer chillen. Erst ein bisschen Dosenbohnen essen. Wir könnten da leicht verbrennen, da hätten wir ein bisschen Feuer. Wahnsinn, Nikola. Wirklich. Wirklich rein Wahnsinn. Da. Wirklich einfach Wahnsinn. Ehrlich Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber ich finde auch 190 Schuss extrem wenig hierfür. Ja, vielleicht gibt es da einen Upgrade für. Aber guck mal, was ich eine geile Nahkampfwaffe habe. Der droppt ja. Ja, geil. Stern. Komm zu mir. Ja, lieber dich. Boah, das ist schon ziemlich lustig. Nahkampf macht keinen Teamschaden.
Echt? Sehr gut. Das hast du rausgefunden. Ey, was ist eigentlich Ability 2? Ui, ui, ui. Ich pack mal noch den Char. Okay, Leute, rein da jetzt und zerstören. Die Heilerin ist am Start. Wer jetzt nicht alles gibt für die Demokratie. Oh, ihr macht ja gar keinen Schaden. Nein, okay, ja, ihr müsst, ihr macht das schon. Ich heile euch. Alles so ein Platz. Das ist gut. Du bist fast tot, Nikola. Ich hab dich gerade schon geil. Naja, dann bin ich halt nicht fast tot. Ja, guck, ist doch. Die Liebe gewesen. Kommt mal rechts. Ja, das ist eine gute Anzeige. Ich will gerade lieber noch ein bisschen. Los, na los! Ja, ist natürlich geil, wenn der Laser direkt von vorne kommt, wenn man schon. Was, Heilung? Mann, Mann. Nochmal ein, nochmal. Ins coole Schänder werdet ihr geil. Was? Geh ins Kunde, da wirst du geil. Auf den Boden. Ich hab noch mal einen. Gut. Boah, die Musik. Mach mehr von diesen Heilkreisen. So, der Hund. Zack, zack. Achtung, ein Strahl kommt. Oh no. Ja, 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 ja. Oh, oh. Alter. Das ist nicht gut. Das Problem ist, wenn man rangezoomt ist zum Schießen, dann sieht man halt auch nicht so gut, wo der Strahl kommt. Hm. Ich bin rangesaugt, was soll das? Ja, ich auch. Hey. Lol. Puh. Merkt man schon den Unterschied zwischen den Fähigkeitsgraden. Heieiei. Ey, was macht man denn gegen das Ransaugen? Ja, aus der Reichweite bleiben. Vielleicht saugt er nur ein Stück weit ein und nicht alles. Also der war ja schon gut zur Hälfte. Also das ist ja alles... Na, das geht voran. Also mit Nils habe ich glaube ich 3 Versuche gebraucht bei dem Boss. Ja, aber weil ihr auf Easy gespielt habt. Ja genau, das wollte ich dazu sagen. Ja gut, das ist aber wichtig dazu zu sagen. Ja, hab ich ja. Ja genau, das... Gut, die Hälfte des AFL-Variable. Und go! Okay, die Phase ist relativ easy. Weiß das zu klettern. Ich hoffe, ich halte hier. Haben wir die auch gehört? Den Cheese geben. Ja, hier wird schon ein Cheese. Ja. Immer ein Cheese. Das ist der Heal, Eddie. Links sehen wir. Ist doch hart. Oh, jetzt sollte ich auf den Body. Ich hoffe, dass du das gut. Der Ball ist gleichzeitig. Ich hab wieder einen Heal. Komm, ich krieg den Heal. Ja. Ah, shit. Kannst du den Hund holen? Ich hab den Mist. Verdammt. Der war zu viel. Das ist voll. Mann, ey. Ah, ich will ja da auch. Das ist auch so unübersichtlich. Ah, shit.
Wenn du schießt, siehst du halt einfach nicht, was da auf dich zufliegt. Toll. Stark. Ich gehe die holen. Ich bin zersetzt. Ich bin hier ganz, das gibt's doch nicht. Ja, man kann sich da rausrollen. Aus dem Sog. Ja, das kann auch gehen. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt hat er Arme! Bro! Bed of Chaos und Feuer! Alles! Alles passiert gerade hier! Alles! Wo seid ihr? Erwischt einmal. Alter, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Nicola, du kannst doch auch diese Infos droppen, was gleich kommt. Ja. Das sind alle Phasen gewesen. Cool, danke für die Info. Also der macht, bevor er zur Hälfte down ist, macht er schon alle Phasen, die er kann. Ja. Oder kommen auf halt die Schwierigkeit noch mehr. Ja, er macht halt parallel dann öfters. Ich will auch nicht spoilern, das ist das Problem. Mhm. Du willst auch nicht helfen, habe ich das Gefühl. Ja, kannst du ihn auch reinschicken, dann macht er halt permanent Damage. Also in die Vase. Stell wieder eine Heilung auf. Ich, mach die ich glaube, man muss gar nicht groß angreifen, wenn er angreift. Sondern nur, wenn diese hellblauen Fenster auf sind. Ja, ja, genau. Ich glaube, die Diamanten oder die Kristalle da drin bringen gar nichts. Also hier, da. Also wenn die leuchten, kann man drin schießen. Oh shit. Down oder was? Ne, ich bin gefallen. Achtung von links. Ich hab die Metallen, aber ich weiß nicht, da ist. Ja. Das ist hier, was halt dran liegt. Wollen wir jetzt nochmal einen Schwierigkeitsgrad runterstellen oder geht das überhaupt on the fly? Ich glaube, das geht nicht on the fly. Das ja, dann. Neu würfeln. Ja, ich glaube nicht, dass wir den jetzt schaffen werden. So, wir müssten hart grinden. Ja. Weil wir haben ihn noch nicht ein einziges Mal über die Hälfte gekriegt. Und ich meine, ihr zwei werdet auch nicht besser. Also. Wenn zwei Level nicht eine Granate drin haben. Komm schon! Oder wir warten halt wirklich bis der Kristall raus ist und dann schießen wir. Das macht jetzt die ganze Zeit. Das Problem ist ja das Überleben. Ja, nicht das Damage. Das sieht nicht gut aus. Ey, diese Strahlen sind aber auch beschissen. Wieder Heilung. Vielleicht gibt's irgendeinen Kniff. Oh nee. Das tut weh. Ich glaube, weil er die Tank lernen. Das ist nicht gut. Hallo, am Eingang. So, ich bin in Schwierigkeiten.
Nein, Mann! Keine Ahnung, Melkwisch. Kann ich das schon wieder reviven? Ja. Alter, das ist... Du siehst den Strahl kaum, wenn diese anderen Sachen da fliegen. 200 Sachen durch den Raum. Und dann so ein halbtransparenter Strahl. Ich kann nicht heilen, du musst heilen. Ich auch nicht. Ja, die kann sich nur selbst heilen, nur den Hund. Du musst den Hund schicken. Ah, jetzt. Oh, Alter, diese Strahlen sind... Ui. Beschissen. Wirst du später nicht. Auf den Arm kann man schießen für Crits. Du machst gerade erwischt, oder? Alles klar. Alter, ich mach gar nichts mehr hier. Verdammter Mist! Das ist aber nicht die zweite Schwierigkeit. Tja. Ja, die ist schon knackig. Ja, ich bin gerade etwas... Wir können mal gucken, ob wir es umstellen können, aber ich befürchte, das geht nicht. Wir müssen halt, glaube ich, das komplette DLC da neu starten. Frau, wie kommst du? Hm. Nee, hier zum Checkpoint. Ja, hier ist... Hier gibt's alles, das ist lustig. So, dann guck doch mal unten. Achso, gibt keine Option. Dann musst du erstmal zurückgehen zur Station. Gewölbe verlassen? Ist das nicht die Welt hier? Hä? Egal. Wir sehen es gleich, was passiert. Glaub, hast du nicht gesagt, ich soll verlassen? Ja, zur Station zurück. Hm. Missverständlich. Ja. Aber wir gucken einfach mal, ob es gleich einstellbar ist. Aber so war es zumindest im Grundspiel, dass man es nicht umstellen konnte. Gucken wir mal. Naja. Wo sind wir denn jetzt? Naja, das ist, wo wir hergekommen sind. Wie, wo wir hergekommen sind? Das ist der Anfang der ersten Welt, wo wir eben waren. Genau. Also. Wo wir hergekommen sind. Aus Frankfurt? Ja, du nicht? Hm. Rindenextrakt. Mm. Rinde. Jetzt mal die Gegner aus dem ersten Teil, die ganzen Baumviecher. Die hat man da besiegt. So, jetzt zurück zur Station 3. Nee. Genau. Also Markus 1503 gerade fragt, ihr könnt auch im YouTube-Chat mitmachen, was Verlosung angeht. Das geht in beiden Chats. Weil ich gerade lese. Dann verlosen wir einmal das Spiel auf Steam plus die zwei DLCs. So, und jetzt kannst du hier am Stein unten bei Welteinstellungen mal gucken, ob du es umstellen kannst. Dann müsst ihr auch dran. Bobby? So, Welteinstellungen. Nein. Wir zu ändern müssen wir neu starten. Woher weißt du das? Also nur neu würfeln gibt als Option und neu würfeln wäre in dem Fall halt neuer Schwierigkeitsgrad. Abenteuermodus? Nein. Warte mal, so schnell. Ja gut, man muss dazu sagen, hier, ich habe Kampagne, die Kampagne habe ich 2 Stunden gespielt. Ne? Das ist wahrscheinlich, wenn du, und das als Überlebender, wenn du normal gespielt hast und schon 1000 andere Sachen freigeschaltet hast,
dann wahrscheinlich ein ganz anderer Schnack. Aber es gibt sogar noch zwei schwerere Schwierigkeitsgrade. Mm. Ich wüsste ja gerne mal, wie der dann auf Apokalypse ist, der Boss. Ja, ich habe auch mal Apokalypse Teil 1 gespielt. Das war schon, steige ich immer im DLC fest. Das ist echt schwierig. Da stirbt man halt wirklich bei jedem Gegner. Obwohl man auch das komplette Spiel gespielt hat. Hast du schon geändert? Ah ja, gut. Ich will nur mal jetzt durchjoggen, aber... Nee, wir machen jetzt dann nicht nochmal bis dahin. Okay. Weiß nicht, ich will nur, jetzt, wo es lang geht. Ich will nur mal kurz gucken, wie das jetzt aussieht. Okay, dann nochmal einmal zurück und dann geht's los. Hä? Wo ist Isha? Da? Genau. Ja, so viele Orte gibt's hier auf der Map, das sieht man alle noch schön eingezeichnet, wo man noch lang muss. Die Story von DLC ist eigentlich auch ganz cool. Geht so um ein vergessenes Königreich, wo es einen König gab, der betrogen wurde. Und dann, oder eine Königin in dem Fall, ist ja ein Matriarchat, den wir gelernt haben durch den Ring, den wir gefunden haben. Und dann müssen wir quasi diesem Königreich wieder helfen, auf die Beine helfen. Deswegen greifen uns auch die ganzen Steinmenschen an. Die wurden beschworen oder wurden beeinflusst von einer fremden Macht. So, wo sind wir jetzt? Wäre wieder am Anfang. Aber es sieht doch genauso aus. Ja, ich glaube, dieses Sub-Level des Dimmers sieht gleich aus. Die Unterlevel müssten neu sein. Ist das eine andere Schwierigkeit oder was ist das? Das ist eine andere. Einfach Schwierigkeit, die es gibt. Weil da oben jetzt eine 6 steht. Das ist, weil Eddie quasi Level 6 ist. Deswegen sind alle Gegner auf Level 6. Aber das. Ja, die sind quasi nochmal extra schwer, wenn du die Schwierigkeit erhöhst. Man merkt schon, dass die auf jeden Fall schneller fallen, ne? Wir können wirklich durchjoggen, das ist da ja gar nicht so weit, wie wir gekommen sind. Alter. Let's go. Wir sind ja gar nicht mal so weit gekommen, meinst du? Ja. Was? Doch wieder. Ja, die machen trotzdem ordentlich Damage, so ist nicht. Also, komplett durchjoggen. Können wir nochmal die Aufzeichnung von dem LP angucken von Anton, Kobi und Steffen, die da durchgejoggt sind auf Veteran. Ja, am Arsch. Das finde ich immer sehr fein. Hat den Boss haben sie auch nicht geschafft, aber die sind ja anders nicht gewohnt. Die kannten alle das Spiel nicht. So sterbe ich, hallo. Kann ich einmal heilen. Ja, einmal ins Grüne stellen. Hätte ich auch. Wie oft kannst du diesen Heilkreis zaubern? Jetzt hat's einen Cooldown von 30 Sekunden oder so. Nee, ich hab einen Cooldown von einer Minute. Den kann ich wahrscheinlich noch senken später. So, Eddie, kurz mit dem Quatschen und dann mal weiter. Genau, Quatschen brauchen wir gar nicht. Wir können auch den Checkpoint brauchen wir auch nicht. Wir können einfach, weil er wird automatisch aktiviert, der Checkpoint, sobald man vorbeiläuft. Ah. Wir können uns runterstoßen. Opa. Das ist die gefährlichste Stelle, da bin ich glaube ich zweimal gestorben hier. Oh, hier so. Das Ding, das macht mich immer noch. Das lacht mir richtig ins Gesicht, das Item da. Und sagt, haha, mich hast du nicht gekriegt. Oh, ich brauche Heilung. Mist. Weiter geht's. Ich stelle nochmal bei dir Heilung auf. Heilen. Sehr gut. Oh, da kommt noch mehr. Hinter uns. Okay, ist down. Was war das denn? Laufender Baum? Oh, mal Muni. Habt ihr noch Muni gesehen irgendwo? Nirgendwo welche gesehen. Okay. Dann. Jetzt erwähne ich die nächste. Der Boss ist wieder da, ne? Ja, die brauchen wir nicht machen. Aber droppt er die gleichen Sachen oder droppt er neue Sachen? Das können wir rausfinden. Let's go. Rausfinden? Den haben wir ja eben im First Try gemacht. Das war ja, wir haben den gemacht, ja. So, kommen Sie mal her. Mr. Vase. Guck mal, der kann das auch mit diesem blöden Strahl. Nur ein kleiner und unbedeutender. Aber man schon mal üben kann.
alte Mario-Schule. Im Level das lernen, was man beim Boss dann anwenden muss. Oder Zelda. Oh, hallo? Auf dem Boden? Von mir? Komm zurück. Feuer? Der Boss, hallo? Schon ein anderer Schnack jetzt, ne? Das ist nicht gut. Ein bisschen lächerlich. So, was sagt der Loot? Naja, du kriegst halt nur das normale Loot. Also Altmetall und so ein Kram, aber du kriegst halt nicht den ganz krassen Scheiß. Verdammt, okay. Letzte Kugel. Ich hab wieder Heilung ready. Kommt doch eh noch zum Checkpoint hier. Ne, wir müssen hoch. Ach, wir hätten einfach auch hier durchgehen können, wir Trottel. Ich hab gerade aufgemacht. Ach so. Das war noch zu. Immer noch offen. So. Unten lang, oder? Das kürzt ja wahrscheinlich. Schnell zum Boss. So, mal die Tür. Da ist wirklich noch keiner das Rätsel um die Blumen gelöst hat. Macht mich auch ein bisschen wahnsinnig. Oh, endlich Munition. Geil. Und ein Upgrade. Ach ne. Oh, versiegelter Harzring. Was ist das? So, was ist hier nochmal die Tür? So, doch hoch hier. Ach ja, was? Gut. Aber ich finde das ganz geil, dass man immer wieder rein kann, looten kann, weil dieses Eisen, was man findet, man immer wieder neu, damit kann man also seine Waffen dann upgraden. Oh ja. Und stärker werden. Jetzt später noch andere Arten, nicht nur Eisen, sondern auch gehärtetes Eisen und sowas. Ja, ja. Das ist nochmal eine Schuppe seltener. So, jetzt kommt vielleicht der Brauchen wir Muni? Wenn jemand Muni sieht, will keine liegen lassen. Ey, die kannst du jetzt noch weniger haben als eben, wenn du noch. Ich hab einen MG. Ach du Scheiße. Das MG macht Aua. Ich hab wieder Heilung. Ah, jetzt hat er was. Liegt Sekundärmunition. Rote. Naja, danke. Schon down? Ah ja, ist hier noch wieder was. Also, Achtung. Naja, ich hab einen Mod. Er ist tot, Leute, er ist tot. Ja. Jetzt auf die Map gucken. Ist immer noch richtig, ja. Die haben ihn gerade gewonnen. Spawned, oder? Ja. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Was die liegt verdroppen, ist sehr enttäuschend. Okay. Okay. Jetzt noch durch das Gebiet durch und dann sind wir beim Boss. Leute, ich habe ein richtig gutes Gefühl jetzt. Mhm. Ja, wenn Dark Souls ein Shooter wäre, würde ich auch Dark Souls spielen. Das ist so mein Problem mit Dark Souls. Mhm. Das ist kein, es hat keinen Shooter.
gibt ja so eine Mod für Dark Souls, oder? Wo man dann Waffen hat. Also so Schusswaffen. Ja. Und wenn Salat Fleisch wäre, würde ich auch Salat essen. Naja, also komm. Ist ein Shooter ein eigenes Genre? Ja, schon, fuck. Aber ich meine jetzt so wie Dark Souls, so ein Sub-Genre. Könnte auch, also ich meine, das Spiel ist ja auch ein Souls-like. Im Shooter-Genre. Nehmen wir auch nicht. Jetzt. Yes. Geht man direkt? Nee. Es ist wieder da gleich. Okay, der Anfang ist noch gleich. Gucken wir mal. Vielleicht ist auch der One-Shot immer gleich. Das kann natürlich auch sein. Das Hauptspiel, das hat auf jeden Fall immer andere Level. Nicht auf die Pferde schießen, bitte. Die Pferde sind. Oder Rehe. Was immer das heißt. Was hast du denn mit Rehen? Was soll das sein? Jetzt sind sie wieder böse. Wollen wir ja noch neutral. Aber das sind doch keine echten. Ja. Trotzdem süß. Hättest du dich bei GTA auch an die Verkehrsregeln? Stellenweise. Was? Hilfe, Leute! Ich hab Saatfäulnis. Oh, die ist voll. Oh shit. Kannst du dich. Hast du eine Heilung dabei? Ey, das ist fucking Regen. Das ist schlecht. Na gut, dann bis zum nächsten Checkpoint, dann ist sie wieder weg. Das ist jetzt so. Jetzt keuchst du halt ein bisschen, wenn du läufst. Das ist aber noch nicht so schlimm. Du musst dir ich habe übrigens eine Granate. Oh. Okay. Das ist gut. So. Ring der Harmonie. Au. Nein, lass mich runter. Lass. Okay, lass mich doch nicht runter. Halt mich, halt mich, halt mich. Okay, frech. Ah, Nicola. Lol. Sind das ja auch die Dinger, die es auch in der Alien-Welt gibt? Boah, das ist Mann. Was ist hier los? Ja. Kann man dich nicht aufheben jetzt? Nee, ich wurde in den Abschluss geschmissen von dem Ding. Ich wurde fallen gelassen. Ich glaube, dieses Ding ist mein neuer bester Freund. Oh, ey, das ist ja gemein. Poppy ist so böse. Wo ist denn hier irgendwas, Nikola? Du kennst den Weg als einziger. Der beim Boss, vom Boss. Das ist der Checkpoint. Ich kann da die Map nicht auf. Ich sehe die Map leider nicht. Oh ja. Ey, die passt auf, der nimmt dich in Luft und lässt sich im Wunder fallen. Ganz süß. Über euch? Ja, über ja, uns. Ja, zeigt noch einer. Sehr gut. So, durch hier, durch! Aber die Dinger hat man nicht so viele. Das passt nicht mehr. Warum? Hier waren wir gar nicht. Naja, das andere weg. Laut im Chat. Hallo, Planschen der Karpfen. Planschen der Karpfen. Planschen der Karpfen, nicht Planschen der Karpfen, sondern ein Planschen der Karpfen. Ja, stimmt. Planschen der Karpfen. Ich glaube, wir kommen hier nicht zum Boss. Ich bin das. Sandkorn der Erwürger. Hey, Planschen der Karpfen. Oh, Hilfe, das ist nicht oh, gut. Alter, ich bin auch hoch. Alles gut, E drücken. Ab hier gibt das ja kein Abwandlos. Wir drücken einfach schnell genug E. Ja, ich war da schon über dem Abgrund. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Weg, wo wir eben waren. Nee. Das steht schon mal fest. Man lad doch mal nach, der lädt nicht nach, dieser Hund. Warum lässt du deinen Hund nachladen? Warum beleb mich doch mal. Ja. Du musst ja den Hund zu mir schicken. Der kämpft gerade noch mit. Der Hund soll nicht kämpfen, der ist beschäftigt. So, der Hund macht das jetzt.
und dann heilen gehen. Ja, ich bin gleich tot. Da ist nichts mehr mit heilen. Er macht es einfach nicht. Ja, das macht jetzt es den er macht es nicht! Jetzt hebt er mich auf. Ja, super. So, Nico, wo ist das jetzt? Komm. Tja, ich sehe leider deine Map nicht, deswegen guck mal die Map auf. Und guck mal nach. Da kann man her. Ja. Ich sehe doch nichts, aber ich sag mal ja. Ich würde mal sagen, hier rum. Okay. Bobby, Bobby. Ja. Ja, dein Hund, er kann nicht sterben. Na doch, da hat keine Revives mehr. Ich habe überhaupt keinen Revives mehr. Mhm. Aber das Skill. Ach, guck mal, den Weg kenne ich. Da vorne müsste es sein, oder? Zwar, ja, also. Das mir nicht so bekannt vor, ehrlich gesagt, diese Ruine. Ich kenne okay. hier überhaupt Ja, die nicht. Ruine, ja, nee, die kann ich auch noch nicht. Halt, links, da links ein Stein, da links ein Stein. Links, links! Da ist nee. Kein Stein. Das macht Bumm. Ein Bummstein. Headshot. Da findet jetzt auch ein bisschen was los. Was Blaues. Hält mir das trotzdem, auch wenn wir tot sind. Ja, ein Feldfolg. Ja, wir leben. Lass uns schnell hinringen, haben sie gesagt. Oh Gott. Okay, tschüss, Bobby. War schön mit dir. Ich bin mit. Ich will mal den Loot mitnehmen. Wenn ich jetzt ein Mate dabei hätte. Ja, cool. Auf Testhalisch. Diese Pistole ist der größte Scheiß. So ein Aufzug? Oh ja. Müssen wir vielleicht rechtzeitig ausrollen. Nee. Oh, den Klo, oh. Endlich. Gut. Oh, oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, Recoil. Oh Gott. Ja, und? Fährt schon mal ohne dich. Ja, ab zu den Gegnern. Ah, Bobby ist bereit. Wer ist das denn? Ein netter Herr. Ich möchte kuscheln. So. Was hat der Hund kann der machen? Ja, tschüss. Ja. Wenn wir den Kampfspuren folgen, da kommen wir her. Hier war der Fehler, hier geradeaus, hier links jetzt. Gleich hast du alle Gegner der Web angelockt. Oh, Sobbing, war doch nicht. Also der gibt aber auch nicht auf, der Kollege, ne? Ich glaube, die waren unbesiegt beim ersten Teil. Aber ich weiß nicht, wie es hier ist. Blitz. Unbesiegbar. Na, der ist unbesiegbar hier. Na, ja. Unbesiegbar. Nicht zu schwer. Nehmen. Obwohl, es war so ein Geisterweihamt, den man ziehen konnte. Da gab es einen DLC. Die waren ziemlich nervig, weil da muss man immer ausweichen. Da wurde extra coole Levels designt dafür. Ich glaube, das ist ein Bonusweg hier. Du musst nicht lang. Überall lang, wo rot ist. Oder? Schade. Das war kurz vom Anfang wahrscheinlich. Aber es ist dann doch ein Stück weit random. So, jetzt sind wir wenigstens wieder dabei. Gemeinschafts. Genau. Ihr bist gerade gestorben, boah, oder? Ich sehe ein rotes Kreuz. Erstmal den Punkt vergeben. Ach ja. Erstmal mehr Leben.
Aber wieder bei 1 anzufangen ist schon ein bisschen. Naja, gut. Fähigkeiten abklingen, Zeit. Aber nice try, Bobby, nice try. Aber wie jede Map ist random. Warum war der Weg eben so kurz und jetzt ist der ellenlang? Jetzt sind, glaube ich, noch falsch abgebogen, oder? Guck mal kurz auf die Map. Ach, guck mal, hier sieht man den roten. Ne, hier ist gerade Bobby gestorben, hier bin ich gestorben. Ja, stimmt, das Stück scheint dann. Weil, wie gesagt, die Gegner waren ja eben auch gar nicht da. Ja. Oder weniger. Da warst du gerade. Ah, das ist natürlich. Wollen wir da lang oder wollen wir lieber oben lang? Also, ich traue mich nicht zu springen. Wenn ich ehrlich bin. Da gibt es weniger Gegner unten. Alles gut. Wir müssen noch auf Eddie warten. Der ist noch am Skillen. Ja, ja. Waren wir schon oben und haben den Kram geholt? Eddie war eben oben. Ah, ja. Okay. Da hängt nämlich noch ein Gegner. Oh, oh. Wir müssen durch dieses Tor hier. Oder? Ne, da kamen wir her. Aber warum wird da oben drüber dieses Symbol gezeigt? Weil wir da schon waren. Weil wir da schon waren? Ja. Gut. Brauchst du noch Money? Nö. Ja, da bin ich die. So, das hier, da kennen wir alles noch. Da sind wir gerade ausgegangen. Das war eigentlich. Okay. Was ist denn daran jetzt schon wieder so lustig? Nee, ja, weil die Rehe. Rehe abgeschlossen hat, obwohl das dafür gar nicht gut. So, jetzt hier links. Nee. Ah, hier geht's abwärts. Also die Map sagt, da sagt die Map, beides geht, aber rechts ist kürzer. Ah, die brauchen sich, die fressen. Dann ist das jetzt richtig, ne? Dass der Boss theoretisch gar nicht der Boss hier sein muss, sondern der auch. Doch, doch, der Boss ist immer dasselbe. Hm. Hab ich mir jetzt nicht sicher. Hinter uns ist ein Magier gespawnt. Alter, was geht? Alter, ja, was geht? Das sind so kleine Weltenboss, oder wie die heißen? Ich hab's im ersten Teil auch schon gesehen. Ja, der macht wieder. Das sind so quasi Invader, die kommen plötzlich und sind heftig. Aber die kann looten, ich geh hoch. Also auf quer sind die. Was ist denn das? Oh, 3 Stück. Ey Nikola, heil mich bitte nicht. Ich hab nur noch. Ich hab noch 2 mm Energie. Ja, oder? Das wird schon reichen. Mit Sarkasmus kann ich nicht so viel anfangen, weißt du? Mhm. Ja. Das kenn ich nicht, ne? Das ist in meinem Spektrum nicht vorhanden. Ich spreche leider keine andere Sprache, es tut mir leid. So kürzlich. So, wo lang? Links ist kürzer. Lass uns nehmen. Ich, meiner Meinung nach rennen wir jetzt nach rechts, aber gut. Nee, das führt genau zum kleinen Punkt. Was war das denn? Hinter uns. Hat sich gewarbt. Jetzt warten wir wieder da vorne. Ah, dieses Ding, ey. Links. So, hier ist auch egal eigentlich. Das wird alles halt auf dem Weg. Ich mochte das Level davor, das war angenehmer. Das ist ganz geil, das Level hier eigentlich. Ja, aber es ist, die Gegner sind hier böse gewählt. Eddie, wo bist du? Ja, hier beim Kämpfen. Vorne? Oder? Ah, hier ist ein Boss, Alter! Oh ja. Das ist eine stärkere Variante von den sehr einfachen Gegnern. Der hat Feuer, nice, sehr gut gemacht. Ich brenne. Ich mach mal unten Heilung von mir. Ja, jetzt ist er genau da. Los, wir knüppeln den zusammen einfach. Das ist nicht gut. Einfach alle mit Nahkampf drauf jetzt hier. Aber du verlierst so knapp eh, das ist. Nee, geht. Ich bin ja gar nicht. Ich hab die ganze Tonfeile. Guck, wir müssen einfach zusammen kloppen. Okay, ja, dann hau ich auf. Ja, klar, reicht doch. Ja, weiter so schnell. Ja. Das ist ja
Das ist ja so down, siehst du? Das ist bodenlos, was hier passiert. Das ist ja wohl fantastisch gewesen. Das wird ihm wohl eine Lehre sein. Ja, ja. Umwandlung erhalten, Folgeschuss. Wofür ist das nochmal? So, jetzt. Ach. Das war schöner, als Bobby im Kreis gerannt ist. Nee, doch. Die aufgeladenen Schüsse dieser Waffe verringern die Aufladezeit von nachfolgenden aufgeladenen Schüssen. Ich habe gar keine aufgeladenen Schüsse. Guys. Da. Wo, hinter uns? Ah, ne, hier oben. Oben geklut. Lass uns hoch. Kommt dauernd was hinter einem, ey. Das ist eine super so, Chest, ey. Eine normale Chest. Naja, Loot ist gut. Casting Speed. Hey, du. Oh, da wieder so ein Bob-Ding. Achtung, Flieger unterwegs! Das sieht nicht gut aus. Oh ja, Moni ist eine gute Idee. Sag mal, das war doch vorhin nicht so weit. Ja, das ist ein bisschen anders. Das heißt jetzt auch nicht mehr Atelier, das heißt jetzt Expanding Blade. Das hieß es vorher auch nicht. Aber der Boss ist der gleiche. Gehe ich von aus. Würde mich wundern, weil die hatten ja auch die hier, Kogi und Steffen und Anton. Und du und Nils. Ja, ja, stimmt. Also der müsste immer hier am Ende sein. Außer ist natürlich ein anderes Tor, aber es. Nee, das Level kenne ich gar nicht. Hier ist es der rote Stein. Holy Mensch. Und hier ist auch der Boss. Okay. Okay. Ich habe eine Granate. Ich leg gleich eine Granate. Und es sieht auch dreieckig aus, ja. Das müsste der sein. Ich leg gleich eine Granate in den Reihen. Mhm. So, jetzt aber anderer Boss. Okay. Das ist aber auch nicht der gleiche Punkt wie eben. Ja, aber ich dachte, der Bossraum sieht so ähnlich aus. Ja, stimmt. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja gut, lass uns überraschen. Man sieht jetzt zwei Bosse. Oh ja, es ist ein Baum. Zwischensequenz. Und ein Sniper. Arrow. Archer. Sympathisch. Shoot. Shoot aus Office. Jetzt wissen wir, was er macht. Au, der hat der Fäulnis. Ah, ich. Blimmende Gegner, Alter. Wo sind? Da liegt Eier. Der Baum liegt Eier. Ja. Am Eingang geklebt. Hotshots, Headshots. Ja, mit dem Genie einfach. Oh, er kommt wieder vor. Ah, ich passe Zelte down. Oh, das bist du, scheiße. Warum trägst du auch so einen Mantel wie der? Hm? Ah ja. Wieso schießt du den? Ach, das. Hm? Oh, das ist wieder auch ein Nahkampf. Eingang.
Danke. Easy. Einfach besser. Ja, guck mal, wir haben einen Boss gesehen. Ja, gut. Nice. Der war ja aber verhältnismäßig zu dem anderen wirklich mega. Ich würde behaupten, den hätten wir in der schwierigeren Schwierigkeit auch geschafft. Ja. Ja, stimmt. Der hat nicht so crazy Attacken gehabt. Soul Silver, wir haben Pokémon bekommen. Eddie, was meinst du? Wollen wir es dabei belassen oder wollen wir noch ein bisschen gucken? Ja, lass noch kurz ein bisschen gucken. Kurz ein bisschen gucken, was kommt noch? Es gibt noch eine coole Szene hier am Ende. Wo seid ihr denn schon wieder? Am Ausgang. Am Ausgang. Habt ihr denn hier schon alles abgecheckt? Ja, das ist ein Bossraum, da gibt es nicht so viel. Ach, da hast du offensichtlich noch nie in Souls gespielt. Im Bossraum, da gibt es nicht so viel. Da haben sie sich schon ganz andere geirrt. Davon kann ich werde jetzt hier erstmal gucken. Okay. Hier gibt es doch einen Ausgang. Ne, da sind wir ja hergekommen. Ja. Seid ihr da lang gegangen, wo wir hergekommen sind oder auf der anderen Seite? Da steht ganz groß Ausgang drüber. Da mal hin mit einer Kamera. Schrei mich bitte nicht an. Da steht ganz groß verlassen. Ja. Das ist das, was ich als erstes assoziiere, wenn ich euch sehe. Na, ich mach nur Spaß, Leute. Ich liebe euch. Okay, hier ist nichts. Konnte keiner mit rechnen. Ich hab's jetzt auf jeden Fall mal abgecheckt. Ja gut, ich habe auch behauptet, dass der Boss immer dasselbe ist, von daher. Ich erzähle auf Blitzen. Man weiß es nicht. Wenn ich ein Spiel designen würde, würde ich genau für Leute wie euch das stimmt. Das Drachenschwert im Boss verstecken. Ja, wichtig. Also, ja, Pech gehabt, man will ja auch belohnt werden für... Da lag sogar was, hier lag sogar ein bisschen cleveres Spiel. Ja, also ich bin da eigentlich auch für, aber in einem Spiel, wo halt jedes Item hell leuchtet. Das stimmt, ja. Ja, aber es könnte ja auch ein Durchgang sein. Ein Durchgang kann sein, das kann sein. Starkes Getränk. Tipp, press X und toggle. Ach, so ein bisschen Spiel. Nur die Schwierigkeitsgrade, die hauen schon rein, ey, heilige. Das ist schon ein bisschen traurig, dass man den niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielen muss. Aber gut, bei, so weiß ich nicht, so Diablo und so fängt man ja auch erstmal niedrig an und geht dann immer höher. Also man braucht halt irgendwann. Also steht dabei, ist empfohlen, der niedrigste Schwierigkeitsgrad für alle. Vielleicht war der Boss aber auch einfach nur ein bisschen blöd. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Ich habe hier eine dumme Idee. Nein, stopp. Abbrechen. Das ist alles furchtbar, ja. Ich habe statt W E gedrückt. Das war nicht so clever. Nikola, warum? Ja. Warum tust du uns das? Ich weiß nicht. Zwei das nebeneinander. Warum nimmst du uns diese Lebenszeit? Das ist wie eine grüne Grünphase an der Ampel zu verpassen. Genieße nicht die Zeit mit uns, ich bin sehr enttäuscht. Wirklich, für solche Sachen werden Leute echt aus dem Auto gezogen. Nikola, also wirklich. Ich berühre dieses Keyboard nicht mehr. Oh Gott. Guck mal, mit X kannst du die Waffe wechseln, musstest du schon, Eddie. Nicht mein X. Stimmt, bei dir ist es nicht X. So, weiter geht's. Na doch, da ist ja wieder der, da ist wieder der Mauerleser. Also das wäre jetzt auch nach dem anderen Boss gekommen. Also das heißt, das ist der also ein alternativer Boss. Ja. Weil jetzt erzählt er von den... Warum ist jetzt Nikola da hinten hingerannt und hier kein Checkpoint? Weil hier ein... Der ist schon aktiviert, der Checkpoint. Oder braucht ihr wieder Muni? Ich möchte Munition haben, wenn es geht. Achso. Okay. So, nochmal in die Base jetzt? Oder... Ich glaube, hier kommt gleich eine Cutscene. Lass uns doch die Cutscene gucken. Eddie darf den Knopf drücken. Das sieht wichtig aus. Welchen Knopf? Den Hebel. Hebel? Den Schalter. Alle Chat schreiben, Hebel. Den Knopf drücken, ey. Ich kann das also. Agieren. Den Guck Knopf. Mal, das Ding von vorhin, es bewegt sich nach unten. Wie ist das, der Boss? Nee. Nee, das ist der Das ist die Leiter. Punkt. Ah, das ist aber geil. Ja. Sowas mag ich. Links reingegangen, glaube ich. Und jetzt können wir da nämlich, können wir dann da, Dings links, meine ich. Dings links. Da müssen wir jetzt noch rein. Oben auf dem Hebel ist ein Knopf, haha! Nee. Das ist nein. Das ist nicht. Oben auf dem Hebel ist ein anderer Hebel. Frechheit. So, hier glaube ich. Hier ist noch ein Hebel. Ja, da ist für ein Aufzug. Oh. Ich glaube, hier muss man rechtzeitig rausrollen aus dem Auszug, oder? Oder war das der andere Aufzug? Ich weiß es gar nicht. Tschüss.
Was ist hier? Hä? Du hast doch gesagt, ich soll wieder rausrollen. Jesus. Während man runterfährt. Mann, Nikola, ey, ohne Scheiß, eines Tages gehe ich mit dir mal in so einen Nachhilfeunterricht für normales Sprechen. Ganze Sätze. Hatte ich sogar mal. Nee. Die Hälfte denkst du dir und die andere Hälfte teilst du mit. Und als Zuhörer muss man selber sich die Teile zusammensetzen. Guck mal, neuer Kram, endlich. Also, Welt. Das ist wahrscheinlich, weil du so Programmierer bist und Programmierer machen nur Arbeit nur mit Kürzeln. Das ist richtig. Ihr schreibt nichts mehr aus und dann denkt ihr, die echte Welt funktioniert auch so. Mit Prompts. Ja, Frechheit. Ich hab hier übrigens einen dicken Gegner, ne? Also just saying. Ja. Ach, der ist da hinten gespawnt. Hm. Aus der Hilfe oder was? Naja, das ist ein kleiner Minigargoyle. Ach, mit Shift kann man die Kamera ändern. Ah. Ah, nicht mit meinem Schiff. Mit Rennen. Wenn man rechts drückt, kann man da die Kameraseite wechseln. Wenn du rechts aimst und auf die Rennentaste drückst, dann kannst du hin und her wechseln. Hä? Ich kann gar nichts wechseln. Nee, bei dir nicht. Bei Bobby aber, oder? Wenn du zielst und Shift drückst. Mhm. Zieht er mit links. Genau. Ah. Naja, bei Verdi auch. Boah, nee, das ist ja super verwirrend. Das ist halt gut, wenn du halt eine Wand vor deiner Nase hast und nichts sehen kannst. So, Achtung, hier springen. Jetzt hau doch mal. Mann. Oder nachladen kann man nicht hauen. Weiter ballern! Die Basen mal wieder. Ist es ein Base? Oh, noch ein Gargoyle. Ich hoffe mal hier Leben. Wo ist er denn? Da bei uns wahrscheinlich. Kannst du mal deine Spezialfähigkeit aktivieren? Wir sehen ja alle Gegner. Ja, hallo. 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 Hallihallo. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich finde gut, dass die auf der Map markiert werden. Sehr gut. Serum der Ghoul. Der Ghoul. Bester Charakter in Fallout. Ich kann wieder leveln. Wer drückt nicht? Ach, hier muss ich drücken. Okay. Eddie, was? Nice. Eisen. Die zeitlosesten Metalle. Das nehmen wir. Die zeitlosesten Metalle der Welt. Eine Welt, die von der Saat bis auf den Knochen gelangt. Oh, gibt's die denn? Egal. Bloodless Throne. Checkpoint. Was ist da hinten? Boss oder was? Nee, Cutscene. Okay. Noch ein Checkpoint, Cutscene und dann ist gut. Yes. Und hier ist der, den ich. Ach nee, von der anderen Seite. Mist. Hier gibt's irgendwo einen Aufzug, wo man mitten in der Fahrt rausrollen muss, um an eine Truhe zu kommen. Sieht aber sehr nach Boss aus hier. Was geschieht? Hüte dich, ruflose Bestie. Dein Blick ist auf die standhafte Ledusa gerichtet. Geist des Landes. Ledusa. Der glänzenden Grotte. Wenn der Boden unter dir erzittert und dich hin und her schleudert. Wenn die Felsbrocken von oben herabstürzen und dich zerschmettern. Wenn die tiefen, finsteren Höhlen. Ja, okay, wir haben den. We get the point. Dann steckt Ledusa. Das ist eine hübsche Einladung. Sprich, bevor ich dein Leib für immer zu Stein werden lasse. Warum bist du hier eingedrungen?
Ted, das hast erzähl du mal. Ich schaue mich nur zu. Um. Wieso kann ich das nicht? Das ist lediglich eine fadenscheinige Ausrede, um hier einzugehen. Aber die Bestien werden nichts mehr von Lidus. Die durchtriebenen Bestien. Ja, die singenden Steine gehören Lidus, Sir. Einst war ihr Gesang allein von Lidus. Es war meine Magie, die sie einst lebendig machte. Ein Lied, das sie herumwirbeln und tanzen. Nun hat die arme Lidusa etwas Kostbares verloren. Die Bestien haben es. Spürst du das steinerne Gericht? Ich erinnere mich nicht. Aber es war sehr kostbar. Und es, wenn du es findest, Bestie. Wir sollen was holen, was sie, sich nicht, was sie nicht mehr weiß, was es ist. Bevor du versteinert. Dann können wir ja irgendwas geben. Mein kostbarer. Wir wurden verflucht. Ja, verflucht. Ist das nicht toll? Jo, und jetzt kommt das nächste Biom oder was? Nee, im DLC gibt's nur das Biom hier. War das jetzt diese Aufzug? Nee, wieder nicht. Hier geht's in den nächsten Chapter. Na, gucken wir uns auch kurz an, oder? Unter den Aufzug gucken. Kurz mal springen. Ja, unter gut. Den Aufzug. Man muss nicht. Das ist nicht zu fassen. Okay, ist das erst im nächsten Bio? Schau mal. Das war ja auch schon Bio. Gucken wir mal. Tipp: drücke aber Space, um Angreifen auszuweichen. Okay. Das solltest du jetzt wissen. Tipp: schalte den Computer an, um das Spiel zu spielen. Oh. Na doch. Da ist wieder der Laser, also der Wandleser. Oh, hübsch. Jetzt sind wir quasi im Untergrund. Wie weit geht denn, also wie groß ist denn der DLC? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich guck mal kurz nach. How long to beat? Genau wie Ort. Vier Stunden. Nee. Okay, der alte war, der erste war 4 Stunden. Zu der neuen gibt es noch keine Einreichungen. Okay. War wahrscheinlich genauso lang. Aber dann ist wahrscheinlich hier schon Road to Ende. Meinst nee. Du? Nee. Naja, wir haben eine Hälfte, haben wir dann schon. Oder? Ja, gut, bei unserer Geschwindigkeit, ja. Okay, vielleicht ein Drittel. Na gut. Ich muss die Hälfte des Sets erleben. Vielleicht müssen wir jetzt Feierabend machen. Der großartige Gewinner von unserem Giveaway. Genau. Muss ja, ich den auch erleben. So, ich gehe jetzt hier mal raus. Das war's jetzt erstmal. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Bobby, auch fürs Mitspielen. Sehr und gerne, natürlich danke. Nikola auch fürs Helfen mit deinem profunden Wissen. Lückenhaft ein bisschen. Dann los ich schon mal aus, wer hier gewonnen hat, oder? Wer hat denn gewonnen? Wer hat denn den Key für Remnant 2 plus beide DLCs? Oh. Wer hat den denn gewonnen? Auf Twitch. Die große Frage, ist die Person noch da? Ich schreib's in den Chat, weil es schwierig ist auszusprechen. Eddie, kannst du probieren, wie der da heißt, der Name. Mhm. Gewonnen hat, Trommelwirbel, Fortuna Rider. Okay, das ist halt mal gedacht. Fortuna Rider. Gutes oder Ding. Fortuna Rider noch da. Fortuna Rider. Ja, ist auch da. Da ist er doch, da bedankt er sich. Per Twitch Whisper dir die Keys zu. Bist du Fortuna-Fan oder was? Fortuna Düsseldorf-Fan oder was? Oder ist es irgendwie was ganz anderes? Einfach nur Fan von Glück. Glück haben ist gut. Schamlappen Warrior schreibt, von Map und Dungeons haben wir ca. 30% vom DLC. Ah, okay. Vom gesamten Inhalt 10%. Ganz was anderes. Okay. Na gut, trotzdem viel Spaß mit dem Key. Und gutes Spiel. Checkt es ab.
wirklich, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, dann könnt ihr sowieso bedenkenlos zugreifen beim zweiten Teil. Ansonsten sehr nettes Souls-like-Baller-Game mit viel Looten und Leveln. Macht vor allen Dingen in der Gruppe viel Spaß. Ja. Könnt ihr auch im Game Pass spielen, also wenn ihr das kein DLC einfach mal abchecken braucht, dann guckt euch mal vorbei. Und gerne mal in die Comments schreiben, wie es euch gefällt.